Digitales und Gesundheit. Vor etlichen Jahren waren das alles noch stirnrunzelnde Parolen und mit vielen Ängsten versehen. Herzlich willkommen allerseits zu unserer Veranstaltung der Hermann-Edes-Akademie innerhalb der Kieler Woche. Digitalen Kieler Woche. Wir haben in dem Gesprächskreis Gesundheit, Soziales und Sport uns überlegt, was können wir einbringen? Wie können wir Ängste nehmen? Ängste, und das ist auch vielfältig, ich sehe ja, sowohl bei Patienten, bei Bürgern, als auch bei Fachleuten. Und da haben wir, und jetzt muss ich nur sagen, ich mache es heute in Vertretung von unserer Gesprächsleiterin, Dr. Cordelia Andresen. Mein Name ist Hans-Peter Küchenmeister. Ich bin in der Hermann-Edes-Akademie in diesem Gesprächskreis, der sich das ganze Jahr über mit verschiedenen Themen der Gesundheit beschäftigt und versucht, Veranstaltungen andernorts in der Hermann-Edes-Akademie zu veranstalten. Haben wir uns hierher gewagt. Damit wir also auch sagen, man muss ja raus aus diesen Hallen, die wir sonst immer dort haben. Und so ähnlich ist es so, dass wir uns dann hier ja einmal ich habe noch eine ganz professionelle Hilfe von unserem Programmleiter, Dr. Richard Negler, der nachher, wenn ich mich so nach hinten setze und auch mit zuhöre, sie durch den Ablauf führt. Und wir haben uns natürlich ganz toll gefreut, dass wir hier auch aus Kiel Experten haben, die uns etwas erzählen können, wie Medizin, Menschlichkeit und Digitales zusammenpassen können. Und ich muss jetzt mal einen Zettel rausholen, weil ich so ein paar Funktionen wieder aufgeschrieben habe. Das ist der falsche Zettel. Ich freue mich, ich habe natürlich auch noch gesprochen, dass wir Professor Dr. Kai Wehkamp hier haben als Keynote Speaker 1, sage ich mal. Das ist keine Reihenfolge, ist einfach nur, weil wir das so aufgebaut haben. Professor Wehkamp ist, und das ist, denken Sie alle, das ist das Wichtigste für heute, geschäftsführender Oberarzt der Inneren, als Facharzt für Innere Medizin, ist er da im UKSH Kiel gut angesiedelt. Aber, das haben wir im Gespräch herausgekriegt, viel, viel wichtiger für uns in dem Bereich der digitalen Geschichte ist, dass er der Projektleiter für beide Standorte des UKSH, für Kiel und für Lübeck ist. Und jetzt muss ich das wieder gucken, nämlich für das Projekt KI-basierte klinische Entscheidungsunterstützung und Risikoprädiktion. Also wir werden gleich alle hören, was das bedeutet. Es ist nämlich das, was uns Ängste nehmen kann. Es ist nämlich nicht so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, jetzt erzählt er uns gleich von einem Avatar, der uns abholt, vielleicht in einem Stuhl, dann in ein Gerät reinschleust. Und wenn wir rauskommen, ist die Diagnose auf so einem Laufzettel schon fertig. Aber Sie werden uns erzählen, was das alles bedeutet. Und als zweiten Referenten haben Erin Jilmaz. Erin Jilmaz hat seinen Master in Informatik gemacht, einen anderen Bereich. Und wieso ist er in die Medizin gekommen? Weil er auch gesagt hat, das ist ja ein ganz spannendes Thema. Und Erin Jilmaz ist im Moment wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Radiologie am UKSH und dort auch Doktorand. Also man wird aus dem Themenkreis, den er uns gleich vorführt, sicherlich noch irgendwas mitbekommen. Ja, und dann wollen wir jetzt auch in die Inhalte gehen. Herr Professor Wehkamp. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung und auch vielen Dank an Sie, dass Sie da sind und dass ich hier vor Ihnen sprechen darf und ein bisschen was erzählen darf zu unserem Projekt und vor allem aber zu dem Thema allgemein. Ich werde also gar nicht so sehr auf das eingehen, was wir hier konkret am UKSH machen, sondern werde allgemein in diese Thematik, das ist ja ein... Den Pointer sieht man nicht so richtig, so muss ich hier hingehen und zeigen. Also allgemein die Thematik künstliche Intelligenz und Medizin einführen wollen. Und wie Herr Küchenmeister eben gerade schon gesagt hat, da gibt es ja durchaus ein paar Ängste und ein paar Sorgen, die sicherlich nicht ganz unberechtigt sind und die ganz stark immer mit der Frage verbunden sind, ist das eigentlich sicher und ist das eigentlich etwas, was mit dem zu tun hat, was wir uns unter guter Medizin vorstellen, nämlich eine menschliche Medizin. Und darauf gehe ich ein. Ich werde ein bisschen zum Hintergrund einmal ausholen. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung, weil ich einmal die Grundkonzepte erklären möchte, damit man das auch versteht. Also ich habe mir vorgenommen, auch quasi ein paar didaktische Elemente wirklich mit reinzunehmen. Das wird für manche redundant sein, die sich schon gut mit dem Thema auskennen. Für andere ist es Wiederholung und für andere ist es vielleicht auch neu. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie zwischendurch Fragen oder kurz danach und dann haben wir später nochmal Zeit für die richtige Diskussion. Dann geht es um
aktuelle Möglichkeiten? Was kann KI dann eigentlich schon heute in der Medizin leisten? Und wo sind wir vielleicht kurz davor? Was kommt also in Zukunft? Wobei das natürlich bei der Zukunft immer so eine Sache ist, was nun wirklich dabei rauskommt. Und werde am Ende noch mich mit den Herausforderungen beschäftigen, die wir so haben und auch mit den Risiken, die vielleicht damit verknüpft sind und wo wir natürlich noch gar nicht wissen, ob wir die alle lösen können. Aber auf jeden Fall ist es spannend, zumindest finde ich es sehr spannend. Gut, künstliche Intelligenz und menschliche Medizin, Risiko oder Nebenwirkung. Bevor ich starte und ein bisschen weiter aushole, fällt einmal die Frage, wer ist denn heute mit einem Auto hergekommen, was selbst fahren kann? Mit einem Autopiloten? Niemand. Also ist niemand mit dem Tesla mit Autopiloten hergekommen. Es gibt manchmal Veranstaltungen, wo dann die Hälfte schon die Hand hebt. Und wenn man dann als nächstes fragt, wie sicher waren Sie sich denn, dass das Auto von alleine fährt oder haben Sie lieber ein bisschen aufgepasst und ab und zu mal eingegriffen, dann sind dann doch nicht mehr ganz so viele, die dann selbstbewusst die Hand heben und sagen, ich vertraue der KI. Und das lässt ziemlich tief blicken, weil wenn wir der KI schon bei so etwas relativ Einfachem wie einem Autofahren nicht ganz über den Weg trauen, können wir der dann über den Weg trauen, wenn es um Medizin geht, wo es ja noch viel mehr um Menschenleben geht. Natürlich kann man auch einen tödlichen Autounfall haben, aber bei der Medizin geht es unterbrochen nur darum, dass Patienten behandelt werden sollen, dass sie gut behandelt werden sollen. Und das ist der Auftrag der Medizin, dass wir quasi Menschen helfen und nicht schaden. Gut, wir holen ein bisschen aus. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu weit, denn wir gehen einmal ganz weit zurück. Das ist mir deswegen wichtig, weil ich einfach einmal klarstellen möchte, wo wir eigentlich gerade stehen. Und das mag vielleicht etwas pathetisch klingen, aber ich finde es gut, wenn man sich immer mal wieder vor Augen führt, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind, wenn wir es denn als Entwicklung sehen. Also, wir fangen mit dem Urknall an, 13,8 Milliarden Jahre ungefähr, nach dem, was wir wissenschaftlich wissen. Und innerhalb von, ganz genau weiß man es nicht, innerhalb von Sekunden, vielleicht auch Jahren, vielleicht auch Zehntausenden Jahren, hat sich aus dieser einen Masse, die der Urknall war, letztendlich Atome und Moleküle gebildet. Das heißt, quasi ein Wimpernschlag nur in der Geschichte des Universums, wenn wir der Wissenschaft hier glauben, dass aus dem, was irgendwie eins war, plötzlich Moleküle geworden, die in Interaktion miteinander treten. Und das ist letztendlich das Erste, was da entstanden ist, Physik, und dann das Nächste, was entstanden ist, ist Chemie. Und das sind auch die Regeln, nach denen alles ablief oder abläuft in dieser Zeit. Und dann eine ganze Weile später, vor 4,6 Milliarden Jahren, hat sich die Erde gebildet, soweit man weiß, und dann hat es gar nicht so lange gedauert, wenn man mal so diese ganze Zeitspanne sieht, nämlich nur noch mal ungefähr 0,8 Milliarden Jahre, dass sich die ersten Organismen gebildet haben. Und diesen Organismen kam plötzlich eine andere Art der Information auf die Welt. Denn Organismen haben ja eine Information, die sie weitergeben können von Generation zu Generation, die nicht mehr nur in den Naturgesetzen der Chemie und der Physik verhaftet ist, sondern die sich mit der Evolution herausgebildet, irgendwann in DNA und RNA unter anderem wiedergespiegelt hat und die also weitergegeben werden kann. Wir haben also etwas Neues zur Physik und zur Chemie hinzugefügt, was wir dann Leben nennen und was aber am Ende auch auf Informationen basiert, die wiederum auf physikalischen und chemischen Prozessen vermutlich basierend abgelesen werden. Das sind die Organismen, die wir haben. Steigen nicht zu tief ein, aber wir wissen, vor ungefähr 300.000 Jahren ist dann der Mensch auf den Plan getreten. Also nicht so lang, wenn wir uns die Gesamtgeschichte anschauen. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis sich allmählich so die kulturellen Zusammenhänge gebildet haben, bis der Mensch sich letztendlich entwickelt hat. Und dadurch kam nochmal eine neue Ebene auf die Welt. Es wurden nicht mehr nur Informationen von Generation zu Generation über Gene weitergegeben, also letztendlich einmal an die nächste und auch letztendlich nur sehr langsam variierend durch die Mechanismen der Evolution, wie wir sie kennen, Mutationen, Ähnliches, sondern es gab plötzlich noch eine andere Art der Information, die von Mensch zu Mensch weitergegeben wurde. Das nennen wir Kultur, dass also eine Tradition zum Beispiel weitergegeben wird, wie wir unsere Kinder erziehen, woran wir glauben, wie wir vielleicht bestimmte Werkzeuge anfertigen, wie wir jagen und so weiter. Und auch das hat sich immer weiterentwickelt. Und wie man sich schon, wenn man darauf guckt, vorstellen kann, es wurde letztendlich immer steiler, was so die Informationsdichte anging. Letztendlich kann man sagen, im Gesamtuniversum, aber auf jeden Fall hier auf der Erde. Und dabei wurde nun also nicht mehr nur Biologie, Physik, dann Biologie mit DNA und Ähnlichem, sondern auch Wissen weitergegeben. Und das Wissen hat dazu geführt, dass die Menschen dann also über kulturelle Errungenschaften, zum Beispiel auch die landwirtschaftliche Revolution, wiederum nach einer ganz relativ langen Zeitraum
umsetzen konnten, wodurch sie letztendlich ihre Produktivität erhöhen können. Wir wissen nicht, ob es den Menschen wirklich besser geht durch die landwirtschaftliche Revolution. Relativ sicher ist, dass sie mehr arbeiten müssen, seitdem es so etwas gibt. Aber es ist auch etwas, was wir als einen höheren Komplexitätsgrad verstehen. Und das ist etwas, was sich durch die gesamte letztendlich Geschichte des Universums zieht, dass sich Materie immer weiter organisiert, vom quasi Urknall über die Physik, Chemie, Biologie hin nun zu Wissen, was wir von Mensch zu Mensch weitergeben. Und ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Irgendwo hier in diesem Zeitraum zwischen Beginn der Organismen und Beginn des Menschen hat sich noch etwas anderes ganz Neues ergeben, nämlich dass sich etwas entwickelt hat, was wir Bewusstsein nennen. Es war also nicht mehr nur einfach Materie da, sondern es war Materie da, die nachdenkt, die sich selber reflektiert, die Gefühle hat, die traurig ist, die Liebe empfindet, die Schmerzen hat, die leben möchte und die verzweifelt ist, wenn sie nicht leben kann und so weiter. Ich habe da mal hier ein kleines Herzchen gemalt, aber Sie wissen, was ich damit meine. Und das ist etwas, ja, etwas Neues, was hier entstanden ist und was es vielleicht auch schon teilweise bei Tieren gibt, aber was es auf jeden Fall bei Menschen gibt und was sich also hier weiter fortgeführt hat. Und das ist das, was uns letztendlich ausmacht, was auch unsere Identität ganz stark ausmacht. Und nun mit der wissenschaftlichen Revolution wurden die ersten Grundsteine gelegt zur industriellen Revolution mit immer weiterer Organisation und Technisierung. Wir haben also, wenn man so will, die Materie selber eingegriffen und sie immer weiter organisiert und hatten nun vor ungefähr 30 Jahren die digitale Revolution, wo wir, nachdem wir vorher schon in der Lage waren, dazu Wissen als Schrift abzuspeichern oder in anderen Artefakten, nun mit Bits und Bytes Informationen darstellen konnten. Also sehr komprimiert, sehr verdichtet und plötzlich durch die technischen Möglichkeiten mit ganz anderen Möglichkeiten auch der Verarbeitung, was zum Beispiel Geschwindigkeit angeht. Und nun, seit ungefähr 13 Jahren, kennt man die sogenannten tiefen neuronalen Netze, die den nächsten Quantensprung quasi gebracht haben, was digitale Systeme angeht. Das ist schon wieder eine ganz schön lange Zeit, wenn wir bedenken, dass es jetzt eigentlich erst seit einem Jahr so richtig losgeht, dass es auch in der Gesellschaft ankommt, aber auf die Gesamtevolution bezogen ist es ja, weniger als ein Wimpernschlag. Und wenn wir diesen langen Weg ansehen, dann kann man natürlich sagen, naja, das ist jetzt irgendwie so ein Hype, das geht vorbei, aber es ist kein Hype vermutlich, denn es ist eine ganz neue Art, letztendlich aus Materie Wissen und Informationen zu verarbeiten. Wir wissen zwar noch nicht, wie schnell es geht, wie schnell es weitergeht, aber wir haben plötzlich neue Entitäten auf der Welt, die auch eine Form von Intelligenz haben in irgendeiner Form. Und für uns als Menschen ist es, ja, stellt es durchaus eine Bedrohung dar. Das kann man, glaube ich, schon sagen, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wo es hingeht, auch wenn wir das Ganze erschaffen haben. So, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz, einfach gesprochen, ist einfach all das, was Computer tun, was normalerweise menschliche Intelligenz erfordert. Das ist ziemlich weit definiert. Wenn wir einen Schachcomputer haben, gab es schon in den 80er Jahren, dann hat er eine künstliche Intelligenz, denn er agiert wie ein Mensch. Das, was wir heutzutage meinen, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, ist in der Regel maschinelles Lernen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist also nochmal eine besondere Form. Aber zunächst noch einmal zur künstlichen Intelligenz. Es gibt man unterscheidet so drei grundsätzliche Kategorien. Das ist einmal die Artificial Narrow Intelligence, die, ja, einfache, die enge künstliche Intelligenz, könnte man sagen. Und damit meint man Systeme künstlicher Intelligenz, die irgendetwas sehr gut können, aber längst nicht vollumfänglich der menschlichen Intelligenz nachkommen. Also wenn wir zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto haben mit künstlicher Intelligenz, dann kommt das ganz gut klar, aber es kann nicht noch zwischendurch irgendwie einen Telefonanruf beantworten normalerweise und irgendwelche Familienplanung oder Ähnliches machen. Das geht also bei der Artificial Narrow Intelligence nicht. Die kann immer sich nur auf einen Bereich fokussieren. Und da gibt es durchaus Bereiche, in denen künstliche Intelligenz schon ziemlich gut ist, aber sie kommt noch nicht vollumfänglich an Menschen ran. Man spricht von sogenannter Artificial General Intelligence oder allgemeiner künstlicher Intelligenz, da meint man eine Intelligenz, die genauso gut ist wie der Mensch. Die haben wir noch nicht. Und da sind wir auch noch relativ weit von entfernt. Wir wissen nicht genau, wie weit wir davon entfernt sind. Aber darunter versteht man also ein KI-System, was all das kann, was wir können. Und wir sind beeindruckend eigentlich in dem, wie wir uns an verschiedene Umwelten adaptieren können, wie wir verschiedene Informationen verarbeiten können, weitergeben können und so weiter. Und da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Man weiß nicht genau, ob überhaupt je KI-Systeme das können. Es ist schon enorm, was unser Gehirn eigentlich an Daten integrieren kann. Wir wissen nicht, ob digitale Systeme das je können, aber optimistisch denkt man, dass es vielleicht in 20, 30 Jahren vielleicht auch schon schneller geht. Vielleicht können Quantencomputer dabei helfen, weil sie noch schneller rechnen können. Mit den aktuellen Computern ist es vermutlich nicht möglich, aber vielleicht erzählen Sie uns dazu gleich noch mehr im nächsten Vortrag. Und die sogenannte Artificial Superintelligence, die also dann noch schlauer ist als der Mensch, noch mehr kann, man weiß nicht, ob sie je geben wird, aber es ist zumindest noch eine Weile hin. Und
auf jeden Fall spannend, was auch immer sie dann kann. Aber wir befinden uns auf jeden Fall aktuell mit allen Anwendungen, die es gibt, noch im Bereich der Artificial Narrow Intelligence, also der begrenzten künstlichen Intelligenz. So, gehen wir einmal zu diesem maschinellen Lernen. Das ist also eigentlich die Unterkategorie künstlicher Intelligenz, über die man heutzutage, die man meint, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, maschinelles Lernen. Und das ist eine besondere KI-Methode, mit der man Muster erkennt in großen Datensätzen. Das hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an. Entschuldigen Sie auch, wenn ich teilweise hier Fachsprache verwende, weil ich denke, Sie wollen ja auch was Neuem konfrontiert werden. Aber fragen Sie gerne nach, wenn ich es nicht gut genug erkläre. Also eine KI-Methode zum Lernen von Mustern basierend auf großen Datensätzen. Und es gibt drei Hauptkategorien: das unüberwachte Lernen, das überwachte Lernen und das bestärkende Lernen. Und all diese drei Methoden, ich gehe gleich noch näher darauf ein, kann man natürlich in der Medizin auch einsetzen, insbesondere im Bereich der Forschung, aber zunehmend auch im Bereich der Patientenversorgung und vielleicht spielt es eine besondere Rolle im Bereich der Translation, also des Übergangs von Forschungsergebnissen zu Anwendungsergebnissen. Ich gehe einmal auf diese drei Arten des maschinellen Lernens ein. Ich glaube, dass es auch für jeden interessant ist, wenn Sie davon noch nicht gehört haben. Das unüberwachte Lernen ist, wenn ein KI-System aus großen Datenmassen, zum Beispiel alle Daten von Infektionen in ganz Deutschland, selbstständig erkennt, dass wir so ein Grundrauschen haben und plötzlich ist in dieser Masse irgendetwas anders. Irgendwas taucht auf, was nicht der Regel entspricht. Das wäre ein typisches Beispiel für unüberwachtes Lernen. Man experimentiert gerade rum, ob man damit zum Beispiel Outbreaks, also epidemische Vorkommen von Infektionserkrankungen zum Beispiel, erkennen kann. Gibt es ein paar Piloten, die dazu gerade laufen. Wird in der Medizin sonst letztendlich in der Anwendung nicht benutzt, aber im Bereich der Forschung ist es etwas, was es schon gibt. Dann gibt es den Bereich des bestärkenden Lernens. Da trainiert man ein System, dass man es tausendfach, millionenfach durch quasi Szenarien laufen lässt und es wird immer dafür belohnt, wenn es gut funktioniert und wenn nicht, dann kriegt es quasi eine Strafe und dadurch wird das System immer besser. So hat man zum Beispiel den Go, dieses Spiel, dieses chinesische Spiel, ich weiß nicht, ein Brettspiel, so ähnlich wie Schach, nur viel komplizierter, trainiert und hat es dann geschafft, dass man dadurch ein System hat, was zumindest eine Weile den Menschen geschlagen hat. Auch das wird in der Medizin kaum benutzt. Bislang kommt vielleicht im Bereich zum Beispiel von Blutzuckerspiegelregulierung, kann man sich das gut vorstellen, dass man da mit Try and Error, eigentlich darf man mit Error nicht zu viel arbeiten, quasi Blutzuckerspiegel besser einstellen kann bei Patienten. Aber bislang wird auch das letztendlich, wenn überhaupt in den ersten Projekten, wirklich angewandt. Der Großteil von allem, was aktuell maschinellen Lernen passiert in der Medizin, in der tatsächlichen Anwendung, ist das sogenannte überwachte Lernen. Und das überwachte Lernen ist ganz ähnlich wie auch bei Menschen. Eigentlich sind alle diese Anwendungsfelder ähnlich, wie wenn Menschen lernen. Aber beim überwachten Lernen kann man sich, finde ich, genug am besten vorstellen. Die Idee dabei ist, dass wir große Datenmassen haben, in denen wir die Einheiten, die Entitäten, die uns interessieren, markieren. Also zum Beispiel haben wir 1 Million Röntgenbilder, in denen wir die 500.000 markieren, in denen ein Lungenrundherr, ein Lungenkrebs vorliegt. Und das System erkennt nun, indem es diese ganzen Millionen Bilder durchgeht, am Beispiel, was ein Rundherd ist und kann ihn dann in neuen Daten erkennen. Das heißt, wir geben ein Beispiel vor und dieses Muster, was dieses maschinelle Lernen, was der Algorithmus bzw. das Modell dann abbildet, der ist relativ abstrakt, den können wir gar nicht so verstehen. Darum geht es auch nicht, aber es funktioniert. Und das ist ganz ähnlich, wie wenn Sie selber etwas lernen oder Kindern etwas beibringen. Ja? Fast niemand von uns kann, oder ich könnte zumindest nicht, ich habe schon ein paar Mal versucht, auf Anhieb sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hund und einer Katze? Ja? Lange Ohren, kleine Ohren, langer Schwanz, gibt es alles bei beiden irgendwie, klein, groß, auch. Aber wenn wir Kindern immer sagen, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist eine Katze, irgendwann kann das Kind das, obwohl wir es gar nicht so genau beschreiben können, was der Unterschied ist. Und genauso funktioniert letztendlich auch das überwachte Lernen. Wir können also das Muster gar nicht unbedingt beschreiben. Und dadurch ist es so ein bisschen verborgen. Wir würden es gerne definieren und teilweise können wir das auch. Und natürlich kann man auch Hund und Katze am Ende exakt definieren, aber das brauchen wir nicht unbedingt, um es zu lernen. Das sind also die drei Grundarten und das meiste, was es aktuell so gibt, befindet sich im Bereich des überwachten Lernens. Und ich gehe da deswegen so sehr darauf ein, weil man das verstehen muss, um zu verstehen, was eigentlich auch die Limitationen und die Herausforderungen sind, die wir noch so haben. Wir wollen also in großen Datenmassen am Beispiel lernen und dann in Zukunft da mit diesem Muster, mit diesem erlernten Muster neue Entitäten zeigen können. Wie viel gibt es eigentlich schon so an zugelassenen Machine Learning-Anwendungen? Das ist eine Statistik aus den USA, die FDA summiert die alle auf und dort gibt es aktuell, das ist Stand vom letzten Oktober, ist seitdem aber nicht aktualisiert worden, 512 zugelassene Machine Learning-Anwendungen. Das ist ganz schön viel, finde ich. Das heißt, in den USA gibt es 512 Anwendungen, die man wirklich schon am Patienten nutzen darf
und die also zugelassen sind, also in irgendeiner Form von der FDA approved und zugelassen, dass man sie sicher benutzen kann. Der Großteil ist aus dem Bereich der radiologischen Bildverarbeitung, was uns nicht wundert und wozu wir, glaube ich, gleich auch noch was hören werden. Und an dem Beispiel, was ich Ihnen gerade eben erzählt hatte, ergibt das auch Sinn, denn gerade da hat man viele Bilder, an denen man gut trainieren kann, die man auch sehr gut annotieren kann. Das ist ein Rundherr, das ist ein Normalbefund und so weiter. Andere Bereiche, ganz interessant, Kardiologie noch viel, kann man sich auch gut vorstellen, zum Beispiel EKG-Erkennung, Echokardiografie-Erkennung wird schon ein bisschen schwieriger, also Herzströme zum Beispiel. Und weitere zum Beispiel Bereich der Pathologie, wo man also Schnittbildgebung, wenn zum Beispiel ein Krebs herausgeschnitten wurde, den analysieren möchte, auch da gibt es ein paar zugelassene Anwendungen in den USA. In Deutschland ist es eine ganze Ecke weniger. Es gibt dazu keine offizielle Statistik, zumindest habe ich nie eine gefunden. Und wir gehen davon aus, dass es um ein paar Dutzend sind, aber es werden noch nicht so unglaublich viel benutzt. Wir gehen gleich noch darauf ein, woran das eigentlich liegt. Eine zeige ich Ihnen einfach einmal exemplarisch, weil wir die auch bei uns in der Klinik nutzen. Das ist also im gastroenterologischen Bereich, Klinik für Innere Medizin 1, bei Professor Schreiber, weil ich hier bin und wo auch Professor Völsch, der im Publikum sitzt, Emeritus ist. Und das Beispiel, wo wir hier KI schon einsetzen, einem zugelassenen Verfahren, geht um die Darmkrebsfrüherkennung bzw. die Früherkennung der Vorstufen. Vielleicht wissen einige von Ihnen, dass Darmkrebs letztendlich über einen Weg entsteht, bei dem es zunächst Vorstufen gibt, kleine Adenome, die dann etwas wachsen und wo dann über einen längeren Zeitraum von ungefähr 10 Jahren erst der Krebs, das Adenokarzinom, entsteht oder andere Stufen. Und das Gute daran ist, dass wenn man die frühen Vorstufen, die an sich noch harmlos sind, die nur das Potenzial in sich tragen zu entarten, wenn man die früh erkennt und sie rausnimmt, dann kriegt man auch keinen Krebs. Das ist das, warum Darmkrebsvorsorge so unglaublich wichtig ist. Und Darmkrebsvorsorge funktioniert so, ich hoffe, die meisten von Ihnen haben es schon gemacht, Sie wissen, Männer ab 50, Frauen ab 55, spätestens, seien Sie in Familie vorbelastet, dann noch früher. Und es funktioniert so, dass man also eine Darmspiegelung kriegt und in der Darmspiegelung muss der Endoskopeur also diese frühen Stufen hoffentlich erkennen, vielleicht auch schon späte Stufen, hoffentlich nicht, aber diese erkennen und also herausschneiden. Und Sie können sich vorstellen, so ein Dickdarm hat ja schon eine gewisse Strecke und man muss schon sehr aufmerksam sein und es gibt, man muss aber sagen, es gibt natürlich gute, gewissenhafte Gastroenterologen und es gibt auch welche, die haben vielleicht immer keine Zeit oder sind müde oder sind krank. Es kann auf jeden Fall immer mal auch irgendwas dazwischen kommen, dass man vielleicht so einen Polypen übersieht. Und natürlich gibt es Unterschiede dazwischen, wie erfahren man ist oder wie nicht erfahren, wie in jeder medizinischen Profession. Ich gehe hier nicht zu sehr darauf ein, aber ich zeige Ihnen jetzt, was ein KI-System hier schon leisten kann. Und ich habe hier alle möglichen wissenschaftlichen Daten drauf, die ich fürchte, man kann es noch nicht mehr richtig erkennen von hinten, aber ich habe sie draufgelassen, weil ich fand irgendwie, also man versteht es auch ohne das und es gibt ein bisschen mehr Hintergrund. Dieses System wurde an gar nicht so vielen Bildern trainiert, 2684 Bilder von Neoplasien wurden genommen, also wo man wirklich weiß, da ist jetzt eine Vorstufe des Krebs in insgesamt 1,5 Millionen Bildern. Also das wiederum ist eine ganz schöne Menge und hat also das Machine Learning-System darüber laufen lassen und gesagt, das sind diese Befunde, da ist eine Vorstufe des Krebs drin und diese anderen, da ist keine drin. Lernen das Muster dahinter. Und das Ganze hat man nun mit verschiedenen Studien versucht zu zeigen, wie gut funktioniert das eigentlich. Und was Sie hier auf der rechten Seite sehen, oder linken Seite von Ihnen aus gesehen, ist einmal, sind immer in Blau, in einer Gruppe von 685 Patienten in Blau, wie viel Neoplasien, also Vorstufen, wurden gefunden mit dem System und wie viele wurden ohne gefunden. Das heißt, man hat Patienten untersuchen lassen und hat einmal das System arbeiten lassen und einmal hat es ohne System gemacht, aber verschiedenen Patienten und hat verglichen und festgestellt, sobald das System genutzt wird, ich zeige Ihnen gleich noch, wie es aussieht, werden deutlich mehr Frühstufen von Krebs erkannt. Man hat das mit quasi durchschnittlich versierten Endoskopikern gemacht, also jetzt nicht mit den allerbesten, sondern mit ganz normalen, also nicht mit den Koryphäen vielleicht ihres Faches. Und das Ergebnis ist zumindest relativ beeindruckend und es zeigt wenigstens, dass das System nicht schlechter ist als der Mensch. Das heißt aber auch, haben Mensch und Maschine zusammengearbeitet. Manchmal nennt man das hybride Intelligenz und das ist vielleicht ja auch ein Teil der Zukunft, dass wir also Mensch und Maschine in dieser Art kombinieren. Die Entscheidung trifft immer der Mensch, auch aktuell noch. Gut, also wir haben hier eine höhere Detektionsrate durch KI. Das ist so eine Maschine, die dazwischen geschaltet ist.
in den Weg quasi des Endoskops rein. Der Untersucher guckt ja hier rein oder guckt direkt auf den Bildschirm und das Bildsignal aus dem Endoskop wird durch diesen kleinen blauen Kasten quasi verarbeitet, analysiert und das System versucht also Vorstufen zu erkennen. Bilder wurden hier von Professor Ellrichmann aus unserer Endoskopie zur Verfügung gestellt, die da auch viel Studienarbeit drumherum gemacht haben. Da hat es das System ein bisschen schwerer, weil die, glaube ich, sehr, sehr gut sind und sehr viel erkennen. Trotzdem hat das System gezeigt, dass es gute Arbeit leistet. Man kann das jetzt hier sowieso schlecht erkennen, wo die Neoplasie ist, aber Sie sehen zumindest, unglaublich auffällig ist es nicht, dass sie hier ist. So sieht das dann im Live-Bild aus, das heißt, das ist ja ein bewegtes Videobild, ne, bei der Endoskopie, das würde dann also grün umkreist werden, beziehungsweise ein Viereck drumherum gehen und den Endoskopiker dann also darauf hinweisen, hier könnte was sein, dann geht er näher ran und dann wird das in der Regel sowieso auch selbst erkennen. Aber es zeigt sich, dass vermutlich mehr dadurch erkannt wird an Neoplasien und dass es damit also Patienten helfen kann. Es gab andere Studien, die damit gemacht wurden, die dann gezeigt haben, es ist nur genauso gut. Es gab wieder andere Studien, die gezeigt haben, es ist ein bisschen schlechter als die sehr erfahrenen Endoskopiker. Mal gucken, wo das hingeht, aber das ist trotz allem ja auch erst der Anfang. Und wir sehen, dass es hier anscheinend schon nützt, aber dass es auf jeden Fall noch nicht ohne den Menschen auskommt, denn der muss das Ganze kritisch beurteilen. Wir sehen aber auch schon hier, dass es vielleicht gewisse Gefahren gibt. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass zukünftige junge Ärzte dann das weniger gut selber lernen, was sich auf das System verlassen und wir dann blind vertrauen auf ein System, was vielleicht dann doch mal Fehler macht. Wiederum im Training kann es sehr gut sein, nämlich um quasi Assistenzärzte darauf hinzuweisen, das ist übrigens eine Neoplasie, erkenne sie selbst. Da sind ganz viele spannende Entwicklungen, die sich jetzt in nächster Zeit dadurch ergeben, sowohl in der Ausbildung als auch in dem, was dann später dabei rauskommt. Das ist eine ganz, fast schon willkürlich, aber aus vielen Bereichen einfach einmal dargestellt, wo es überall schon Anwendungen gibt. In der Dermatologie zum Beispiel Anwendungen, die Hautkrebs, schwarzen Hautkrebs erkennen können. In der Diabetologie gibt es erste ein System, was auch zugelassen als zugelassene Anwendung, Blutzuckerkontrolle. Es gibt Systeme, die mit Machine Learning Mammakarzinom erkennen und so weiter. Also in sehr vielen Bereichen gibt es schon Anwendungen, die auch schon zugelassen sind. Man muss aber sagen, dass es die meisten von denen noch kein quasi kommerzieller Erfolg sind. Die werden also noch gar nicht so viel genutzt, weil es sich vielleicht für die Mediziner nicht lohnt, weil es sich für die Patienten nicht lohnt, weil es nicht extra bezahlt wird, weil es doch noch nicht viel besser ist, weil es aufwendiger ist. Ganz viele Unterschiede. Der einzige Bereich, wo es sich jetzt relativ früh durchzusetzen scheint, ist im Bereich des Hautkrebs-Screening, wo es auch relativ praktikabel ist, weil es sich so gut integrieren lässt und vielleicht auch im Bereich der zum Beispiel koloskopischen Analyse. Aber es wird in den anderen Bereichen auch kommen und wir hören ja gleich dazu auch nochmal was aus einem anderen Fachbereich. So, das darf Sie nicht zu sehr abschreckend verwirren. Das ist das, wo es hingehen soll. Das Ziel ist, dass wir nicht nur eine Datenart, nicht nur zum Beispiel radiologische Bilder oder nur Endoskopiebilder betrachten, sondern dass wir alles, was wir an Daten haben, zusammenpacken und daraus vielleicht noch ganz andere Muster erkennen können und viel sicherer. Also genetische Daten, Proteindaten, vielleicht sogar noch das Mikrobiom, also was für Keime sind eigentlich da, was für Viren, was für Bakterien, Bildgebungen, vielleicht Sensoren von Ihrem Smartphone oder Ihrer Smartwatch, die mit eingehen und so weiter. Alle möglichen Daten zusammenpacken und die dann quasi mappen über ein überwachtes Lernen und damit dann verschiedenste Anwendungen haben. Und die Vision ist natürlich, dass man dadurch vielleicht noch viel mehr früher erkennt. Das ist aber sehr, sehr anspruchsvoll und das gibt es in dieser Art noch nicht. Ich hatte gerade gesagt, es gibt diese drei Arten, Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning und alle sind dafür geeignet, um strukturierte Daten zu überprüfen oder damit denen zu lernen. Also Daten, die, wo wir ganz klar wissen, also strukturierte Daten können sein, das sind zum Beispiel alles Laborbefunde. Ja? Das sind vielleicht Entzündungswerte und Blutbildwerte. So. Das wären strukturierte Daten. Dann gibt es aber ja auch die unstrukturierten Daten und das ist ein bisschen relativ zu sehen. Unstrukturiert bedeutet letztendlich, die sind nicht so gut geordnet. Ja? Also wenn wir jetzt so eine Papierakte nehmen, wie Sie vielleicht noch von früher aus dem Krankenhaus oder vom Arzt kennen, dann sind das keine besonders geordneten Daten. Es ist viel schwieriger für eine künstliche Intelligenz, damit zu lernen. Es ist auch einfach, wenn man so will, von der ganzen Technik anspruchsvoller, von dem, was die Software, was die Hardware können muss und so weiter. Aber es gibt auch mittelmäßig unstrukturierte Daten, zum Beispiel kann man Bilddaten als relativ unstrukturiert bezeichnen, weil ja an verschiedensten Stellen quasi Bildpunkte sind. Auf der anderen Seite sind Bilddaten wiederum monomodal. Das bedeutet, es ist eine Art von Daten, wenn wir damit denn trainieren wollen. Man kann zumindest, wenn Sie an Röntgenbilder, in denen Befunde erkannt werden, sind das monomodale Daten im Sinne von alles Röntgenbilder, in denen dann auch verschiedene
unstrukturierte Punkte drin sind. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu abstrakt, aber es wird vielleicht klar, wenn man sich dann nochmal überlegt, es gibt halt auch multimodale Daten und damit ist gemeint, alles zusammenpacken, was wir haben, das, was ich da also gerade links gezeigt habe. Wenn Sie eine komplette Patientenakte nehmen mit Blutwerten, mit klinischen Befunden, mit Röntgenbildern, mit vielleicht genetischen Daten und so weiter, die da irgendwie im Kuddelmuddel drin sind, dann kann man sich schon vorstellen, dass das sehr anspruchsvoll ist und auch sehr viel Rechenleistung erfordert, um sowas live zu verarbeiten oder um sowas überhaupt zu verarbeiten. Und dann wird es noch anspruchsvoller, wenn wir das Ganze nicht nur retrospektiv in irgendeiner Studie für Daten, die wir mal hatten, machen wollen, sondern wir es live machen wollen. Wenn wir es also für die Patientendaten, die wir jetzt haben, machen wollen, um jetzt bei einem Patienten etwas zu erkennen, im laufenden Betrieb. Das ist, wenn man so will, die große Zukunft, die es vielleicht irgendwann gibt, die aber sehr schwierig ist. Also verschiedene Datenarten zusammenzufassen, die dann auch noch unstrukturiert sind, das Ganze auch noch live, ist etwas, was es bislang zumindest dieser kompletten Multimodalität, also ganz vielen verschiedenen Arten, so noch nicht gibt. Also einfach alles in einen Topf werfen, wie hier es eine Studie letztes Jahr mal oder ein Paper mal versucht hat darzustellen. Alles an Daten, was wir haben, packen wir rein und dann kriegen wir neue Erkenntnisse. Das wäre schön, aber noch sind wir da nicht. Gut. Die Herausforderungen, die man hier hat, sind nicht nur technisch, an Algorithmus, an die Geschwindigkeit, sondern sehr, sehr vielschichtig. Datenschutz, wir brauchen viele Daten von Patienten und wir brauchen irgendwie, entweder brauchen wir die anonymisiert oder sie müssen eingewilligt haben. Wir haben ethische Probleme, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir haben Probleme mit der Rechenleistung, habe ich gerade schon gesagt. Wir müssen aber auch wissen, was wir eigentlich rauskriegen wollen und so weiter. Also das wird relativ komplex, aber es ist der nächste Schritt. Das ist das, wo glaube ich, alle hinwollen. Und es hat einen anderen Anspruch. Das mit der Bilderkennung ist auch extrem anspruchsvoll. Und auch da ist man noch nicht so weit, wie man gerne sein würde. Es ist quasi nicht weniger anspruchsvoll, sondern es ist nur eine andere Art von Anspruch. Aber das hier ist etwas, wo wir mit einem Projekt gerade rangehen, wo ich der Projektleiter bin. Wir wollen also, oder wir sind schon dabei, sämtliche Daten, die wir im System haben, allerdings keine Bilddaten, sondern nur Befunde von Bilddaten, aber sonst alles, was wir haben, Laborwerte, klinische Befunde, Röntgenbefunde, Briefe, Diagnosen und so weiter, zusammenzupacken und daraus klinische Risiken zu erkennen. Und klinische Risiken bedeutet sowas wie, dieser Patient kriegt vielleicht eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Dieser Patient wird vielleicht stürzen mit 50% Wahrscheinlichkeit oder einen Dekubitus entwickeln oder ein Nierenversagen. Und diese Labels, die ich gerade genannt habe, diese Risiken, mit denen haben wir also das System trainiert und haben bislang schon relativ gute Ergebnisse, die zumindest an die üblichen Sensitivität, Spezifität von gängigen Risikoscores rankommen. Und das ist ein System, was wir also am Universitätsklinikum Kiel implementieren wollen. Das ist über das Krankenhauszukunftsgesetz gefördert, dieses Projekt, zusammen mit einem Industriepartner, Tiplo GmbH aus Hamburg. Und da wir am UKSH enorm digital sind, ich weiß nicht, ob das alle so wissen, aber es ist eines der digitalsten Krankenhäuser Deutschlands mit jetzt auch schon seit vielen Jahren sehr, sehr hohem Digitalisierungsgrad und dadurch ja auch relativ hohe Effizienz im System. Und die ersten Daten dazu sehen gut aus, aber wir werden vermutlich noch, also ich hoffe, dass wir Anfang des kommenden Jahres damit starten können, also in diese Live-Überwachung zu gehen. Und da hängen alle möglichen Herausforderungen noch dran. Aber eine Sache, die funktionieren könnte, die daran besonders vielversprechend ist, dass vielleicht das System ja nicht unbedingt besser ist als die Ärztinnen und Ärzte, aber es ist ununterbrochen da und kann ununterbrochen alles anschauen. Das schaffen wir ärztlich einfach nicht mehr, weil wir nicht mehr hinterherkommen, hinter den vielen Daten, die wir so haben. Gut, also an dieser Stelle geht aber gleich noch ein bisschen weiter. Klinische oder künstliche Intelligenz wird zunehmend genutzt, aber immer nur zur Entscheidungsunterstützung. Am Ende muss aktuell immer noch die Ärztin der Arzt unterscheiden. Zweitens, es basiert in der Regel auf maschinellem Lernen und meistens überwachtem Lernen, also dieses Lernen am Beispiel. Dann funktioniert das Ganze nur, wenn wir valide, konsistente Daten haben. Ich habe das schon ein bisschen angedeutet, aber Sie können sich vorstellen, die Daten hier am UKSH sind ganz anders als im städtischen Krankenhaus. In Hamburg sind sie auch nochmal anders und so weiter. Also die Herausforderung wird in Zukunft sein, dass wir einheitliche Datenarten haben oder so tolle Systeme, dass Sie da nicht mehr darauf angewiesen sind. Und je umfangreicher oder unstrukturierter und diverser Daten sind, desto schwieriger wird das. Und es gibt alle möglichen Risiken, die sich einschleichen können, die zu Fehlern kommen und deswegen brauchen wir eine wissenschaftliche Fundierung und können das nicht einfach so einfach irgendwie halt zulassen und dann ist es da, sondern ähnlich wie wir auch Medikamente wissenschaftlich überprüfen müssen, müssen wir das auch hier machen. Auch das ist etwas, wo wir am UKSH dran arbeiten. Es gibt zig Studien, gehe ich hier nicht drauf ein, ich will nur so ein Bild davon machen, zu künstlicher Intelligenz, aber noch nicht so unglaublich viele Anwendungen in der Praxis, aber es geht langsam los. Ich gehe jetzt noch einmal in eine andere
Ecke. Und ich finde, mit dieser Studie, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können von weiter weg, wird, glaube ich, klar, wo es hingeht. Machine Learning-Based Short-Term Mortality Prediction Models for Patients with Cancer. Also ein System, was die Mortalität, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben, vorhersagen soll bei Krebspatienten. Und hier klingen, oder sofort bei den meisten von Ihnen vielleicht so ein bisschen komisches Bauchgefühl, die Vorstellung, dass wir ein System künstlicher Intelligenz haben, was den Tod vorhersagt, ist etwas, was sich erstmal zumindest komisch anfühlt. Und immer wenn sich was im Bauch komisch anfühlt, dann ist da irgendwas ethisch nicht ganz, ganz mit uns im Reinen. Und das ist eine der Herausforderungen, die wir zum Beispiel durch diese KI-Systeme haben. Was macht das eigentlich mit der Medizin? Wird sie dadurch zu technisch? Geht das Menschliche verloren? Kriegen wir mehr Menschliches rein? Wenn ja, wie? Wie erhalten wir das, was wir als Fürsorge, als Zuwendung so wichtig finden in der Medizin, trotz der Technik in der Medizin? Wird es so sein, dass das System dann einfach sagt, sie sterben mit 22% in den nächsten 5 Tagen? Oder können wir das irgendwie anders abfangen und dürfen wir solche Daten überhaupt benutzen? Zum Beispiel auch vielleicht zur Priorisierung. Und das andere, hatte ich ganz am Anfang schon einmal angedeutet, sind solche Herausforderungen. Das ist ein Tesla, für die, die es nicht kennen. Und Tesla ist es so, beim Autopiloten, sie müssen alle paar Sekunden demonstrieren, dass sie wach sind und aufpassen. Und wenn sie das nicht tun, dann meckert der Autopilot einmal. Und wenn sie dann immer noch nicht reagieren, dann schaltet er sich ab und dann ist auch eine Weile aus. Das ist quasi die Strafe dafür, dass sie nicht aufgepasst haben. Und das ist sehr sinnvoll, weil man weiß, der Autopilot ist noch nicht so gut, dass man ihm hundertprozentig vertrauen kann. Die neuen Prototypen sind schon ziemlich gut, aber das, was so im normalen Auto verbaut ist, halt noch nicht. Und irgendwie brauchen wir sowas vielleicht ja in der Medizin auch. Es gibt eine ganze Reihe an Herausforderungen, die wir also noch haben. Das ist der sogenannte Machine Learning-Zyklus. Und der ist wieder ein bisschen wissenschaftlich, aber den brauchen wir, um zu verstehen, was eigentlich die Herausforderungen sind, weil ganz viel voneinander abhängt, was wirklich am Patienten am Anfang ankommt. Als erstes haben wir die reale Welt. Ja, das sind die grünen Männchen sein. Sind sie alle, das sind wir alle, die irgendwie hier leben und wir haben unser echtes Leben, in dem alle möglichen Sachen passieren und in dem wir krank werden und in dem wir gesund sind und in dem wir alles Mögliche erleben und uns ernähren und irgendwann natürlich auch sterben. Und diese Welt versucht man abzubilden mit Daten. Das ist etwas, was schon immer passiert, zum Beispiel mit medizinischen Daten, aber es ist natürlich nur ein Ausschnitt. Wenn wir Blutwerte von Ihnen haben, sind das nicht Sie, sondern es sind nur Ihre Blutwerte und die auch nur in dem, was wir messen. Diese Daten können wir digital verarbeiten und bearbeiten, aber natürlich ist es erstens nur ein Ausschnitt dieser Welt und zweitens bilden Sie sie nicht immer komplett ab und drittens ist es so, dass in dieser realen Welt es ja alle möglichen Verzerrungen, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten gibt, die wir ja nicht manifestieren wollen in unserem Computerprogramm, sondern die wir eigentlich ausgleichen wollen. Also angenommen, wir haben bestimmte soziale Ungerechtigkeiten, müssen wir darauf achten, dass sie durch dieses System, ja, wenn man so will, aufgelöst werden und nicht bestärkt werden. Das ist sowas wie, vielleicht kennen Sie das aus anderen Studien, wenn Kreditwürdigkeit mit Machine Learning Algorithmen beurteilt wird, dann gibt es da einen gewissen Bias. Zum Beispiel in Amerika hatte man Systeme, wo dann Menschen mit schwarzer Hautfarbe systematisch benachteiligt wurden von einem System, dass sie keinen Kredit kriegen. Und es gab dafür Erklärungen, die nicht quasi, die jetzt an einem Bias, an einer Verzerrung in der realen Welt lagen und die gar nichts ja, die Anwendungsergebnisse stimmten am Ende nicht. Gut, also hier allein können schon Verzerrungen auftreten. Dann ist die Frage, welche Daten verarbeiten wir überhaupt? Sind das die richtigen? Dann haben wir die Herausforderung, wie wir den Algorithmus programmieren. Dann muss das Ganze in eine Anwendung, die dann wiederum auf den Patienten angewandt wird. Und überall kann es zu Problemen kommen. Und die Frage ist, inwieweit das die gute Medizin irgendwie affektiert, besser oder schlechter macht. Und was ist überhaupt gute Medizin? Erstmal, wissenschaftlich gesehen, ist gute Medizin bedeutet evidenzbasiert, also an der Wissenschaft orientiert, an Studien basiert, technische Perfektion dabei, das heißt optimalerweise der Operateur, der es richtig gut kann, der Endoskopiker, der es richtig gut kann und so weiter, individuell auf den Patienten bezogen, patientenzentriert, seine Wünsche auch berücksichtigen, präzise auf das, was er hat, die Medizin ausrichten, sie soll effizient sein, sie soll integriert sein, sie soll nachvollziehbar sein, auch aus ethischen Gründen, sie soll aber auch menschlich sein, fürsorglich sein, den Patienten in den Mittelpunkt stellen und auch gerecht sein wollen, ähnlichen Zugriff. Und die Sorge, die besteht, ist, dass diese künstliche Intelligenz mit diesen automatisierten Zyklen, diesem Machine Learning-Zyklus, also den Anwendungen, die letztendlich in dem, wie sie entscheiden, sich unserem Verständnis entziehen, weil es in einer Blackbox versteht, dass das die gute Medizin gefährdet. Und die Sorge ist erstmal nicht ganz unberechtigt, weil es gibt diese Ungleichheiten, die ich gerade beschrieben habe. Es gibt die Probleme, dass die Daten zum Beispiel die Welt nicht richtig repräsentieren. Wir haben große Herausforderungen in dem, wie wir eigentlich lernen mit den Systemen. Auch da können viele Fehler auftreten und auch in der Anwendung.
kann es zum Beispiel sein, dass Gruppen benachteiligt werden, die quasi keinen technischen Zugriff haben. Es kann sein, dass Ärzte einfach dann tun, was die künstliche Intelligenz sagt. Deswegen dieses Beispiel mit dem Tesla, also ein Automatisierungsbias, wo sie dann einfach alles blind ausführen, nicht mehr selber kritisch sind. Es kann auch sein, dass sich ethische Dilemmata ergeben, weil wir vielleicht zu viel wissen, was wir gar nicht wissen wollen. Auch da sind gewisse Risiken drin. Also all das sind Herausforderungen. Und die Frage ist halt, wie man das lösen kann. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns diese Prinzipien, also ein wissenschaftlicher Nachweis, dass die KI-Systeme auch funktionieren und gerecht sind, beim richtigen ankommen, dass wir uns derer nicht entledigen. Also letztendlich eine wissenschaftliche Kontrolle klingt vielleicht etwas zu hart, aber das ist das, worum es geht, also eine wissenschaftliche Validierung von dem, was KI macht. Und dafür ist es uns wichtig, aber auch anderen Bereichen, aber die Gesetzgebung muss gerade noch so ein bisschen hinterherziehen, dass also KI-Anwendungen auch wissenschaftlich entsprechend validiert werden. Und dann ist es vielleicht sogar eine Chance, denn wir müssen uns als Mediziner klar machen, dass natürlich die Technik zunehmend in manchen Bereichen uns überlegen sein wird, wie sie das auch jetzt schon manche Kompetenzen abgelöst haben. Früher konnten Ärzte wunderbar körperlich untersuchen mit Perkussion, mit Auskultation und so weiter. Das können sie heute nicht mehr so gut. Dafür gibt es heute den Ultraschall, der wiederum ganz tolle neue Diagnostik möglich macht. Die Medizin ist nicht schlechter dadurch geworden, dass wir da bestimmte Kompetenzen abgegeben haben an Geräte. Und künftig werden wir weitere Kompetenzen abgeben an Geräte, an Technik, an KI, zum Beispiel Wissen. Aktuell zeichnen gute Mediziner aus, dass es sehr viel weiß und auch neue Studien, neues Wissen ständig aufnimmt. Da werden zum Beispiel vermutlich auch KI-Techniken zunehmend uns entlasten. Das geht ja jetzt schon den Schülern so, dass sie sagen, warum muss ich das lernen, steht doch bei Wikipedia oder so. Und das kann aber auch alles eine Chance sein, denn wenn wir bestimmte Bereiche quasi outsourcen, die menschlich auch sehr viel Kapazität gekostet haben, dann kann die Medizin dadurch auch besser werden. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass wir den Zugriff auf Medizin für bestimmte Bereiche verbessern, nehmen Sie den ländlichen Bereich, wo kein kardiologischer Experte da ist und wo wir mit KI-Systemen zumindest auf ein gewisses Niveau kommen, wo dann der Kardiologe im Zweifel selektiv dazugerufen wird. Oder denken Sie an Entwicklungsländer, wo man überhaupt keinen Zugriff zu bestimmten Medizintechniken hat, wo KI auch sehr viel helfen kann. Und vielleicht aber auch in der Hochuniversitätsmedizin, wo das Wissen besser strukturiert und besser gebündelt werden kann und wir dann mehr Zeit für den Patienten haben, weil wir uns weniger um Recherche und Ähnliches kümmern müssen. Wir müssen gucken. Also, KI ist trotz allem ein Produkt von Menschen für Menschen und wir haben es eigentlich in der Hand. Das, wovor wir uns eher Sorgen machen müssen, ist das quasi kommerzielle Triebe, das Ganze in eine Richtung treiben, die wir nicht wollen. Es gibt übermenschliche Präzision, Kapazität und Geschwindigkeitsmöglichen im Bereich von KI und es kann besser dadurch werden. Das ist das, woran wir arbeiten. Wir werden nichts einsetzen am UKSH, was nicht wirklich hilft und was auch nachweist, dass es hilft. Aber es gibt auch gewisse Gefahren. Und die sind letztendlich aber wissenschaftlich alle klar, die kann man also auch untersuchen und entsprechend ausgleichen. Und das bedeutet konkret, dass wir also das Ganze evidenzbasiert und nutzenorientiert handhaben, dass wir einen klaren Anwendungsbezug haben, wie wird es eigentlich eingesetzt, das Ganze transparent ist und wir auch den ethischen Diskurs führen, der dazu gehört, wenn solche Grenzfragen damit adressiert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Danke. Genau, vor allem, wenn Sie konkrete Verständnisfragen haben, wäre jetzt der Zeitpunkt. Ansonsten könnten wir vielleicht direkt weiter zum nächsten Vortrag gehen und dann am Ende nochmal gemeinsam sprechen. Irgendwas, was gar nicht verständlich war? Gut. Oder es war so unverständlich, dass Sie sich nicht vorhin fragen. Aber Sie haben zumindest, ja, gut, okay, dann gebe ich mal direkt weiter. Ja, dann auch von mir einmal herzlich willkommen. Das ist nicht die Startfolie. Augenblick. Genau, ich bin Erin Yilmaz. Ich bin Informatiker, wurde ja schon angekündigt, und forsche hier in Kiel an der Sektion Biomedizin und Bildgebung, was zur Radiologie gehört, eben an neuronalen Netzen. Und ich bin auch selbst dabei, solche neuronalen Netze zu entwickeln. Und ich will heute ein bisschen von meiner Sicht, von meiner Informatikersicht sozusagen, auch das Thema beleuchten, wie es denn mit der Gesundheit auf Knopfdruck aussieht, speziell mit der künstlichen Intelligenz in der medizinischen Bildverarbeitung. Herr Professor Wehkamp hat das schon sehr schön eingeführt, aber ich würde trotzdem noch einmal kurz wiederholen, was sind eigentlich neuronale Netze, was kann man sich darunter vorstellen? Im Wesentlichen heißt es für mich das Lernen von Mustern und Zusammenhängen aus Daten. Also beim konventionellen, traditionellen Programmieren, wenn ich mir da vorstelle, ich habe jetzt eine Aufgabe, zum Beispiel Hundebilder von Katzenbildern zu unterscheiden,
Dann habe ich typischerweise Daten, also Bilddaten in dem Fall, und habe auch schon eventuell Regeln im Kopf, nach denen ich diese Bilder unterscheiden könnte. Wobei da ja auch schon angesprochen wurde, das ist bei diesen Bilddaten schon sehr schwierig, sich überhaupt diese Regeln auszudenken. Und würde die dann stumpf in ein Programm eintippen. Und im Idealfall, wenn ich dann ein neues Bild habe, von einem neuen Hund zum Beispiel, dann würde das Programm nach diesen Regeln entscheiden können, ja, das ist ein Hund. Das ist aber mit sehr viel manuellem Aufwand verbunden, diese Regeln zu programmieren. Und natürlich, wenn sich dann irgendwas ändert, vielleicht die Hunde vor einem anderen Hintergrund dargestellt werden und es plötzlich nicht mehr funktioniert, muss alles wieder neu angepasst werden. Und da ist eben die Idee, maschinelles Lernen einzusetzen, wo man nicht so viel manuellen Aufwand hat. Das ist so ein bisschen das Schicke dabei. Wir haben jetzt praktisch die Antworten und die Regeln vertauscht. Was heißt das? Der erste Schritt wäre jetzt, Daten zu sammeln wieder, die wir für dieses Lernverfahren brauchen. Also als Eingabe hätten wir jetzt hier wieder Katzen- und Hundebilder, im Idealfall natürlich unterschiedliche Bilder, nicht wie hier dargestellt. Und zusätzlich würde ein Mensch dann dazu dran schreiben, was die gewünschten Antworten sind, die das Netz produzieren soll. In dem Fall jetzt für die eine Hälfte der Bilder Katzen und für die andere Hälfte Hunde. Und das maschinelle Lernverfahren würde dann selbst anhand dieser Daten versuchen, Zusammenhänge in den Bildern zu lernen und eben selbst ein Regelsystem aufzustellen, so sinngemäß, nachdem dann entschieden werden kann für neue Bilder. Das ist dann der Trainingsprozess, der hier in dieser hellblauen Box sozusagen passiert. Und nachdem das passiert ist, muss das natürlich, wurde ja auch schon angesprochen, nochmal gründlich validiert werden. Im simpelsten Fall heißt das dann, wenn jetzt ein neues Bild reinkommt, was nicht, mit dem das Netz nicht trainiert wurde, macht das dann noch alles richtig. Aber das geht natürlich auch weit darüber hinaus, hatten wir eben schon gehört, in Sachen ethische Fragestellungen und auch in Sachen, wie interagiert das dann mit dem Menschen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Wir hatten eben schon gehört, dass es sehr viele, sehr vielfältige Anwendungsmöglichkeiten allein schon in der Medizin gibt. Ich habe noch mal ein bisschen weiter ausgeholt. Abgesehen von den Hunden und Katzen könnte man zum Beispiel auch Bilder transformieren. In diesem Beispiel hier werden jetzt Fotos von Zebras in Fotos von Pferden umgerechnet und eben auch umgekehrt Fotos von Pferden in Fotos von Zebras. Man kann heutzutage sagen, nimm mir mal den Inhalt des einen Bildes und den Stil des anderen Bildes und füge das zusammen zu einem neuen Bild. Das macht sehr viel Spaß, mit diesem System rumzuspielen. Es gibt online verfügbar heutzutage Tools, wo man einfach nur einen Text eintippt, in dem Fall jetzt eine Katze, die Kaffee trinkt, und als Ausgabe ein fertig synthetisiertes Bild bekommt, wo das drauf zu sehen ist. Sie kennen wahrscheinlich ChatGPT und falls nicht, kann ich dringend empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist im Prinzip ein intelligenter Chatbot, dem man irgendwas als Anfrage reinschreiben kann. Ich weiß nicht gut, wie man das sehen kann. In dem Fall habe ich jetzt gefragt, habe ich es jetzt gebeten, einmal für einen Fünfjährigen zu erklären, was ist eigentlich ein neuronales Netz. Und es hat eine relativ lange Antwort gegeben, die ich jetzt nicht im Detail durchgehen will, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das plausibel klang. Im Bereich Medizin, wo es ja heute eigentlich drum gehen soll, kann man es natürlich genauso einsetzen, auch für Bildtransformation beispielsweise. Habe ich jetzt hier links ein klinisches CT-Bild von einem Oberschenkelknochen. Also es ist ein 3D-Volumen, was praktisch jetzt hier einmal als Schnittbild durch den Oberschenkel dargestellt ist, wie das vielleicht im klinischen Alltag aufgenommen ist. Und auf der rechten Seite, wie es aussehen würde, wenn man es mit einer sehr viel höheren Strahlendosis aufnehmen würde, was am lebenden Menschen natürlich nicht möglich ist. Und man sieht hier deutlich besser die Knochenstruktur innerhalb des Knochens. Und wenn wir jetzt ein KI-System hätten, was das Bild auf der linken Seite nimmt und das Bild auf der rechten Seite ausgibt, dann könnte man eben da allerlei schicke Analysen mit anstellen, auch wie stabil der Knochen ist oder eben auch überhaupt als Mensch deutlich besser befunden unter Umständen. Ein großes Thema im Bereich der Bildverarbeitung ist das Thema Segmentierung, nicht nur in der Medizin, aber jetzt hier in diesem Beispiel speziell. Weil Segmentierung heißt im Prinzip, dass ich im Bild markieren will, wo sind bestimmte Regionen, in dem Fall jetzt hier auf der linken Seite, wo sind bestimmte Organe zu finden, oder auf der rechten Seite, wo sind die jeweils einzelnen Wirbel der Wirbelsäule zu finden, was eben sehr nützlich sein kann, wenn man dann weitergehende Analysen damit anstellen möchte. Da wird gleich noch das Beispiel kommen, dass ich diese Wirbel zum Beispiel auch weiter auf Osteoporose untersuchen möchte. Risikoabschätzung ist auch ein großes Thema, was vorhin schon angeklungen ist. Und zum Beispiel könnte eine Fragestellung da aussehen, Eingabedaten sind medizinische Bilder, seien das jetzt Röntgenbilder. Und wir möchten jetzt wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass hier in den nächsten 10 Jahren ein Bruch passieren wird. Dazu muss man dann natürlich auch entsprechend die passenden Daten haben, die dann über 10 Jahre sozusagen
auch klarstellen, da ist ein Bruch passiert, also man muss diese Patienten lange Zeit verfolgen, sozusagen überhaupt die Daten zu sammeln. Aber es ist eben auch gerade für Menschen eine relativ schwierige Aufgabenstellung und wo man unter Umständen mit zusätzlichen Informationen, die diese Künstliche Intelligenz verarbeiten kann, auch einen größeren Nutzen rausziehen kann. Ein Thema, an dem ich selbst auch am Forschen bin und was ich auch für sehr relevant halte, ist das Thema Schlaganfall. Man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt ein Patient in die Notaufnahme kommt, dann wird ein CT-Bild aufgenommen, wieder ein 3D-Volumenbild vom Kopf. Und in manchen Fällen sieht man dann so wie hier links einen relativ hellen Fleck, eine Blutung. Da sagen unsere Radiologen, das sieht dann auch der Hausmeister. Das ist der einfache Fall sozusagen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss eben mühselig, typischerweise dann minutenlang durchgescrollt werden, Schicht für Schicht, wo denn vielleicht doch noch, wie hier jetzt zu sehen, habe ich extra mal eingekreist, so ein kleiner weißer Fleck zu sehen ist, ein Thrombus, im Prinzip eine Verstopfung, die den Blutfluss behindert. Und wenn man da jetzt ein KI-System hätte, was direkt vorschlagen würde, schau doch mal an diese Stelle im Bild, auf diese Schicht, dann könnte man sich eben diese Minuten sparen, die der Arzt sonst da durchscrollen würde und müsste nur noch prüfen, ist das da, und der müsste nur noch drauf schauen, ist das wirklich das, was die KI hier behauptet. Eine etwas andere Herangehensweise, aber zumindest technisch sehr ähnlich, im Bereich der Osteoporose-Vorsorge sozusagen, werden auch CT-Bilder aufgenommen, aber diese CT-Bilder werden unter Umständen für völlig verschiedene Zwecke aufgenommen. Also man kann sich vorstellen, im Krankenhaus wird dann zum Beispiel ein CT-Bild aufgenommen, weil sich jemand die Lunge anschauen will. Und dann schaut ja nicht jedes Mal ein Arzt sich auch die Wirbelsäule an, obwohl gerade bei älteren Patienten eben häufig auch Anzeichen für Osteoporose dann an der Wirbelsäule schon zu sehen sind. Und wenn da jetzt im Hintergrund praktisch bei jedem CT-Bild was aufgenommen wird, wo der Brustkorb drauf zu sehen ist, wo entsprechend auch die Wirbelsäule drauf zu sehen ist, ein neuronales Netz im Hintergrund laufen würde und sagen würde unter Umständen eben, Achtung, zeig das mal lieber einem Radiologen oder Radiologe, schau mal hier an die Stelle, das sieht doch verdächtig nach einer Wirbelfraktur aus, nach der osteoporotischen, dann könnte das eben auch behandelt werden, was sonst übersehen worden wäre. Das ist eben so ein bisschen meine Sicht darauf. Also es sind sehr nützliche Werkzeuge, die dem Arzt Zeit sparen können, die dem Arzt unterstützen können in Fällen beispielsweise nach langen Nachtschichten, wo die Konzentration dann langsam nachlässt in der Notaufnahme oder eben die auch Sachen in Bildern finden können, die sonst überhaupt niemand angeschaut hätte. Auf der anderen Seite sind es eben auch stark spezialisierte Werkzeuge. Also das, was ich jetzt auf den letzten paar Folien gezeigt habe, jedes einzelne von diesen neuronalen Netzen war separat auf einer unterschiedlichen Datenbasis trainiert, wo unterschiedliche Leute dann entsprechend die Bilder annotiert haben mit, dass wenn das reingeht, soll das bitte rauskommen. Und wir sind da entsprechend weit von der allgemeinen Intelligenz entfernt sozusagen. Insbesondere, wenn man sich jetzt diese Wirbelsäulenanwendung hernimmt, dann könnte ich natürlich hier nicht fragen, ist das, was du da siehst, jetzt ein Bild von einer Katze oder einem Hund? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber eben auch nicht, erklär mir doch mal, wie du dazu kommst, dass du der Meinung bist, dass das hier eine Fraktur ist. Wo Ärzte ja typischerweise auch gerne drüber diskutieren können oder vielleicht auch den Patienten das erklären können. Das ist hier eben nicht so ohne weiteres möglich. Und aus dem Grund sind diese neuronalen Netze eben aus meiner Sicht noch kein Ersatz für Ärzte. Da wurde ja auch eben schon angesprochen, dass wir da auch noch allerlei ethische und Datenschutzbedenken haben. Aber in dem Fall sind es eben einfach Werkzeuge, die noch nicht allgemein verwendet werden können. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht angeschnitten habe, ist auch, dass wir in Schleswig-Holstein ein relativ strenges Landeskrankenhausgesetz haben, was überhaupt die Arbeit mit den Patientendaten sehr schwierig macht. Das ist mit sehr vielen Regulatorien versehen. Und auch das macht es aus meiner Sicht schwierig, jetzt in den nächsten paar Jahren, sage ich mal, diese neuronalen Netze wirklich in die Anwendung zu bringen. Und wir haben ja auch eben gesehen, dass die bisher noch sehr, sehr selten überhaupt für die medizinische Anwendung zugelassen werden. Aber ich freue mich natürlich auf die Diskussion und bedanke mich hier, meine Forschung und meine Meinung auch präsentieren zu können. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich muss kurz einmal durchatmen und alles sacken lassen und verarbeiten.
Vielen Dank, Herr Professor Wehkamp, Herr Yilmaz, für Ihre Vorträge und für die Einblicke, die ja nicht nur angefangen von einer kleinen Geschichte unserer Zeit, so könnte man es ja gut beschreiben, bis hin in die Glaskugel, wohin die Technik und die Innovation uns bringen können. Es hat ganz viel aufgewühlt und ich möchte jetzt gerne auch die Chance Ihnen geben und nutzen, um mit den beiden Referenten hier ins Gespräch zu kommen und würde Sie gerne noch mal auf die Bühne bitten. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen im Bereich der Wissenschaft, in der Medizin, zu überlegen, was auch die Grenzen sind, wo die Risiken bestehen. Wenn Sie schon eine Frage haben, können Sie gerne diese jetzt schon stellen. Ansonsten haben Sie noch ein, zwei Minuten Zeit, sich was zu überlegen. Ich habe ganz viele Fragen und ich würde bei Ihnen... Dann gehe ich mal in die Mitte. Herr Wehkamp, Sie haben uns ganz viel gezeigt, was KI kann, was aber auch KI in Zukunft können soll oder wird. Wer gibt den Anstoß? Ist das eher die Politik? Ist das die Wissenschaft? Kommt es aus der Wirtschaft? Wenn Sie so beim Tanzen sind, wer führt und wer wird geführt? Wenn ich mir das Beispiel mit ChatGPT anschaue, war es ja nicht so, dass wir die letzten 10 Jahre den gesellschaftlichen Druck verspürt hatten, dass wir mit KI Texte generieren können. Das war ja nicht so gegeben und auf einmal, gefühlt relativ spontan, waren dann diese Möglichkeiten da. Also hier hat uns Wissenschaft und Wirtschaft den Impuls gegeben und jetzt fühlt man sich als Erziehungssystem, Bildungssystem, politisches System auch etwas eingedrängt, an die Wand gestellt und muss reagieren. Wie ist das im Bereich der Medizin? Sind Sie der Taktgeber, führen Sie oder kommt das eher aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft? Wirtschaft, ja. Also man kann das nicht so ganz pauschal beantworten, sicherlich. Also was Sie gerade beschreiben, ist jedenfalls, ich finde, eine ziemlich gute Analyse. Man hat so ein bisschen den Eindruck, da hat sich irgendwie jetzt so eine Weile irgendwie was aufgestaut und jetzt mit ChatGPT vermutlich ist plötzlich der Ballon geplatzt und jetzt strömt es überall lang und alle versuchen irgendwie der zu rudern und das Ganze auszugleichen oder da was zu beizusteuern und da tut sich jetzt ja gerade ziemlich viel, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, aber vorher hat sich eigentlich doch auch schon eine ganze Weile, also dieser Anlauf läuft ja schon eine ganze Weile und der, das, was wir jetzt aktuell merken, also diese verstärkte Medienpräsenz von KI liegt sicher an ChatGPT, aber die ganzen Projekte und Entwicklungen, die gibt es ja schon eine ganze Weile und zum Beispiel die Arbeitsgruppe von Herrn Hüfner und von Herrn Glüher und von Ihnen ist ja nicht erst seit gestern da, sondern die gibt es schon seit 5, 6, 7 Jahren oder noch länger und Herr Hüfner ist ja auch da hinten, vielleicht können Sie auch gleich noch beitragen. Das heißt, da wird schon eine ganze Weile in der Wissenschaft dran geforscht und es gibt aber sehr starke Impulse nach meinem Empfinden auch gerade aus der Wirtschaft. Auch ChatGPT kam letztendlich ja kommt ja über ein mehr oder weniger kommerzielles Produkt jetzt in die Gesellschaft rein und auch unser Kooperationspartner ist ein quasi Industriepartner, der aber wiederum auch wissenschaftliche Aspekte mit integriert und die Wirtschaft geht natürlich immer dahin, wo man irgendwie einen Markt sieht und Geld verdienen kann. Und das ist dann zum Beispiel in der Medizin da, wo man irgendwie entweder effizienter wird oder man wird besser. Und für beides bietet natürlich an sich KI die Möglichkeiten. Aber die Frage ist immer, wie kriegt man das eigentlich ins System rein? Ich hatte vorhin ja gezeigt, dass es ziemlich viele Anwendungen schon gibt in den USA, 512 zugelassene und steigen in Deutschland aber irgendwie noch nicht so viele. Und warum gibt es sie noch nicht? Weil wir hier in Deutschland ein ziemliches Problem oder einer der Gründe mit unseren Daten haben. Und dadurch ganz schön hinterherhängen. Ich weiß nicht, viele von Ihnen wissen es. Ne? Also wenn Sie irgendwie Estland sich anschauen, sind die halt 20 Jahre weiter als wir. Oder auch Dänemark und so weiter. Also Deutschland hängt ganz schön hinterher. Wir haben unseren Stand als führende Industrienation, was das angeht, ziemlich verloren. Was auch ethische Bedenken hat, Datenschutz und so weiter. Aber es macht es den ganzen System nicht leichter. Und dadurch ist es auch als Wirtschaftsmarkt ein bisschen schwieriger. Trotzdem gibt es ein paar, die in diese Richtung pushen. Und gerade so diese kleinen Märkte wie Bildanalyse bieten sich dafür an. Die Wissenschaft hat sich auch schon einiges getan. Was man aber schon auch merkt, ist, dass gerade, und das ist auch nicht erst seit gestern, seit ChatGPT, es sehr viel Förderung gibt. Also sowohl in der Bildung, ich meine, was hier in Kiel läuft, ist schon, finde ich, ziemlich gut. Also was so hier mit Open Campus und so weiter, also die jungen Studenten werden schon, da wird schon ganz schön was geboten. Also man kann dahin und auch Schleswig-Holstein hat da einiges getan und tut auch noch was und jetzt müssen halt die nächsten Schritte kommen. Sie haben es gerade angesprochen. Datenschutz wäre schön, das ein bisschen aufzuweichen. Am Ende soll das ja was Gutes bringen.
Herr Jemmes, stoßen Sie an Grenzen Ihrer Forschung, wo Sie sagen, Datenschutz, ethische Themen und auch Gesetze hindern mich hier in meiner Forschung oder uns, in unserem Projekt, in unserer Forschung? Und eigentlich brauchen wir amerikanische oder skandinavische Bedingungen, um noch mehr PS auf die Straße zu bringen? Also was ich erlebe, sind typischerweise keine harten Grenzen im Sinne von ab hier ist es nicht mehr erlaubt, aber eben sehr viel Formalitäten auch, wenn ich beispielsweise jetzt so ein Projekt wie dieses Schlaganfallprojekt starten möchte, dann muss ich erstmal, was ja sehr vernünftig ist, natürlich einen Ethikantrag stellen und einmal begründen, was ich machen will, aber dann eben auch mit den Datenschützern sozusagen kommunizieren, auf welcher Grundlage der Einwilligung des Patienten beruht sich das dann. Und dann kommen da teilweise, je nachdem, mit wem man dann spricht, auch sehr seltsame Antworten zurück. Einmal habe ich erlebt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt diese Daten nehmen. Wir haben hier die Einwilligung sozusagen, dieses Broad Consent Formular des UKSH und wollen die jetzt gerne anonymisieren und dann weiterverwenden. Und dann hieß es aber ja in dem Formular, da ist doch nur Pseudonymisierung erlaubt. Also das und Anonymisierung ist ja auch ein Verarbeitungsschritt. Entsprechend kann man das ja nicht machen. Außerdem, also das ist, ich sag mal, es ist alles sehr, sehr bürokratisch und auch schwierig, entsprechend dann, man kann nicht einfach mal irgendwie was ausprobieren. Ich bin ja sehr an den technischen Möglichkeiten sozusagen interessiert, was kann man alles machen, was können diese neuronalen Netze, wenn man sie mit vielen Daten füttert, das ist natürlich nicht so ohne weiteres möglich, da muss man dann erstmal einen klaren Plan haben. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch eine Sache, die uns da die Amerikaner so ein bisschen voraus haben sozusagen, weil wenn man da im Prinzip die Idee hat, beispielsweise so ein Sprachverarbeitungsmodell dann zu bauen und dort eben auch die Ressourcen vorhanden sind, das sind ja riesige Rechenkapazitäten, die sie da haben, dann wird das eben einfach gemacht und wenn das funktioniert, dann muss man eben sehen, wie man damit umgeht. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, bitte melden Sie sich, wir laufen dann mit einem Mikrofon auch rum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Livestream Sie gut verstehen können. Der Herr hier im roten Pulli hat eine Frage. Mein Name ist Gerd Lindemann. Ich möchte auf einen Nebensatz, den Sie gerade gesagt haben, zurückkommen. Und zwar haben Sie gesagt, in Schleswig-Holstein wäre das Krankenhausgesetz stärker scheinbar oder genauer als in anderen Bundesländern. Das ist für mich eigentlich völlig neu. Ich bin davon ausgegangen, dass Datenschutz in Deutschland gleich ist. Wir haben ja dann in Schleswig-Holstein bei dieser Logik einen Nachteil. Wenn ich dann also, was ich nach Bayern gehe, sage ich jetzt bewusst, und dort sind die viel einfachere Datentransfers möglich. Woran liegt das und wie können wir das ändern? Ja, also ich sag mal, wir haben ja seit einigen Jahren auf europäischer Ebene eine relativ einheitliche Datenschutzgrundverordnung, die im Prinzip sagt, ich nehme mal ein Beispiel raus, sobald Daten anonymisiert sind, fallen sie nicht mehr unter diese Datenschutzgrundverordnung und dann kann man damit arbeiten. Oder eben für Forschungszwecke sind da auch Ausnahmen vorgesehen, dass man zu Forschungszwecken eben auch mit personenbezogenen Daten arbeiten kann. Und gerade diesen zweiten Punkt, das ist eben in Schleswig-Holstein im Landeskrankenhausgesetz anders geregelt. Und da ist eben auch für Forschungszwecke, da muss ganz klar begründet werden, was ist der Forschungszweck, warum muss das so gemacht werden. Und selbst dann ist es eben typischerweise noch schwierig, da eine Genehmigung zu bekommen. Ein Beispiel ist, dass wir mit den Kollegen in Erlangen zusammenarbeiten und in einem Projekt, da geht es auch um Osteoporose, und eben an beiden Standorten, sowohl hier bei uns im UKSH als auch da drüben, Daten gesammelt haben. Und das war überhaupt kein Problem, dass die uns sozusagen zu Forschungszwecken auch deren Daten rübergegeben haben, auch mit Befund, ohne natürlich Personenbezug. Aber das aus unserem UKSH herauszubekommen, das war nochmal ein Akt. Also das gibt da schon auch regionale Unterschiede in Deutschland. Herr Wegkamp, wie viele Schrauben müssen wir drehen oder müssen Sie noch drehen, damit wir etwas agiler werden? Ja, also ich meine, diese gesetzlichen Probleme, die wir haben, die tatsächlich so sind, weil wir halt auch ein Landeskrankenhausgesetz haben, was man vielleicht besonders gut gemeint hat und dabei das nicht so richtig antizipiert hat, was es eigentlich für die Forschung bedeutet und worunter am Ende ja Patienten leiden. Ich glaube, das ist ganz gut adressiert. Wir haben jetzt ja auch einen Digitalisierungsminister, Herr Schröter, und eine Staatskanzlei, die, glaube ich, diese Themen sehr gut versteht. Und wir hoffen, dass da auch Schleswig-Holstein jetzt eigentlich nach vorne kommt. Ja, ansonsten, ich meine, es gibt noch alle möglichen technischen Hürden und so weiter. Es gibt ein großes,
große Herausforderung, solche Kollegen wie Jömer zu kriegen, die bei einem arbeiten wollen, weil es in der Wirtschaft ganz gute Summen geboten werden. Das heißt, man muss schon einen gewissen Spur Idealismus haben, um zu sagen, ich will jetzt aber hier in der Wissenschaft arbeiten und wirklich von der Substanz von ganz unten das nach vorne bringen mit einer Evidenz. Und das will ja nicht jeder und also man wird dann schnell mal abgeworben. Ich weiß nicht, wie viel Angebote sie schon gekriegt haben, aber ich vermute mal, sie kriegen sie. Und wir hoffen natürlich, dass immer mehr junge Leute jetzt auch in diese Richtung gehen und sich in diese Richtung weiterentwickeln. Und jetzt werden ja irgendwie Einstiegsgehalter von 90.000 Euro für Informatiker mit Machine Learning-Kenntnis geboten, was ja schon gar nicht so schlecht ist. Und also das, da kommen wir auch im öffentlichen Dienst nicht richtig hinterher, weil das dürfen wir halt leider nicht bezahlen. Also, da sind noch so ein paar Probleme. Aber wir arbeiten dran und es macht trotzdem Spaß. Wenn ich jetzt in die Sprechstunde gehe zum Hausarzt oder ins Krankenhaus, werde ich irgendwann gefragt, ob ich mit KI untersucht werden will und meine Diagnose erstellt werden soll. Da bin ich dann vielleicht nicht nur Patient, sondern auch Kunde. Oder ich werde handelsüblich, marktüblich behandelt und diagnostiziert. Ist das ein Szenario, was vorstellbar ist? Also diese Frage, ob wir Patienten mitteilen, ob sie mit KI behandelt werden, so ähnlich wie, wollen sie genetisch veränderten Mais essen, ja oder nein? Das ist, ich glaube, dass der Vergleich hinkt etwas. Also es ist gut, dass Sie so provokativ fragen, weil die Frage kommt häufiger. Aber es ist ein bisschen was anderes, ob wir genetisch hergestellten Mais haben oder mit KI behandelt werden, weil den genetisch veränderten Mais esse ich halt selbst und er macht irgendwas in mir. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich vertraue da auch den Genetikern einigermaßen, aber ganz genau weiß ich es nicht. Bei KI-Anwendungen ist es so, und das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern, das ist immer nur Entscheidungsunterstützung. Und die KI gibt der Ärztin, dem Arzt einen Hinweis, hier könnte etwas Besonderes vorliegen, aber am Ende muss der Mediziner es entscheiden. Das heißt, solange wir nur eine Entscheidungsunterstützung haben, müssen wir, glaube ich, diese Frage nicht stellen. Ich hätte auch Sorge, dass sie eher zu einer Stigmatisierung beiträgt, dazu führt, dass die Leute Angst vor KI kriegen und das ist fehl am Platze. Sicherlich muss man kritisch bleiben. Also wenn jetzt jemand sagen würde, hier, du wirst nur noch mit KI behandelt und die Ärzte spielen überhaupt keine Rolle mehr, dann würde ich das schon gerne wissen wollen. Aber solange der Status quo so bleibt, wie er ist, und das ist absehbar überhaupt nicht, steht überhaupt nicht zur Debatte, dann muss man auch nicht gesondert darüber informieren. Im Gegenteil, man sollte es eher einfordern. Also wenn ich endoskopiert werde, ich habe noch 5 Jahre bis zur Vorsorge-Kolo, dann 50, alle so denken, dann würde ich zu einem Kollegen gehen, der dieses Genius-System hat oder noch was Besseres, weil ich einfach sicher sein will, dass dann auch die Auffälligkeit erkannt wird. Wenn ich zum Radiologen gehe, möchte ich auch ganz gerne, dass KI benutzt wird, aber trotzdem will ich auch, dass der Radiologe gut aufpasst. Da sind schon noch so ein paar Herausforderungen. Ja. Es waren auch noch Fragen. Genau, einmal kurzen Moment bitte. Genau. Mein Name ist Dirk Schwartmann, ich komme von der Technikerkrankenkasse, das sagt man dazu, weil Sie uns auch ein Interview gegeben haben. Zwei Fragen eigentlich. Einmal, Sie haben gesagt, dass in den USA 512 KI-Anwendungen zugelassen sind. Sie haben es eben schon ein bisschen auch erläutert, dass die KI-Anwendung unterstützt. Was ist Voraussetzung für so eine Zulassung, dass sie zu 80% die richtige Entscheidung trifft oder was ist, wie gut muss sie sein, sage ich mal, um eine Zulassung zu erreichen? Und vielleicht die zweite Frage hinterher, wie lange dauert so eine Entwicklung einer KI-Anwendung jetzt hier in Deutschland? So ungefähr gibt es da einen Zeitrahmen für? Also es ist so, dass es ein Medizinproduktegesetz gibt in Deutschland, was sich vom Europäischen orientiert. Ich gehe jetzt vor allem auf den deutschen Zustand ein. Und da gibt es verschiedene Risikoklassen von Klasse 1 bis Klasse 3. Es gibt noch 2a und 2b. Und wenn man so will, es hat Vor- und Nachteile, dass KI- oder Machine Learning-Programme in der Regel nur Entscheidungsunterstützungsprogramme sind. Das bedeutet nämlich, dass sie ein relativ niedriges Risikolevel haben, 2 oder 2b. Das ist so vergleichbar quasi irgendwie Brillen oder sowas und teilweise auch ein bisschen aufwendigere Medizintechnik. Aber es ist nicht so, dass es quasi auf absolute Sicherheit oder so geprüft werden muss, weil von der Logik ja immer noch die Ärztin und der Arzt im Hintergrund entscheidet. Aber es verändert sich da gerade einiges. Das heißt, es ist gerade hinter den Kulissen, würde gerade viel daran gearbeitet, wie man diese Regularien etwas spezifiziert, weil man es natürlich auch dort verstanden hat. Aber es ist bislang noch nicht so, wie zum Beispiel ein Medikament. Ein Medikament muss sich in einer klinischen Studie beweisen, dass es besser ist als Placebo oder besser als das, was es schon gibt. Und das ist bei KI noch nicht, weil man sagt, naja, es tritt ja nur gegen den Arzt an und muss nur eigentlich das können,
was es sagt, was es kann. Also der Hersteller gibt vor, das und das soll mein Modell können und dann muss er zeigen, dass es das kann. Aber was dann wirklich in der Praxis daraus gemacht wird, kann irgendwas ganz anderes sein, gerade wenn wir Richtung Automation Bias, also Richtung Verselbstständigung von solchen Systemen denken, dass dann die Ärzte sagen, ach, ich habe ja die KI, ich denke nicht mehr nach. So. Trotzdem dauert es eine Weile. Es hängt immer so, also so eine Entwicklung von so einer Anwendung hat ja ganz viele Schritte. Als erstes brauchen Sie die Daten, die müssen Sie bereitstellen, müssen Sie bearbeiten, Sie müssen Know-how natürlich aufbauen, müssen Sie den Algorithmus programmieren. Dieser ganze Teil ist völlig variabel, wie lange das dauert. Wenn Sie tolle Daten haben, hochversierte Entwickler, dann kann das innerhalb von Monaten funktionieren, dass Sie das haben. Und auch so eine Anwendung zu programmieren, je nachdem, wie gut sie integriert sein soll, kann alles relativ schnell gehen mit der richtigen Power dahinter. Aber die Zulassung wird dann ein bisschen länger dauern. Sie brauchen halt keine Medikamentenstudien. Also es ist nicht so wie beim Medikament, dass sie auf jeden Fall 10 Jahre brauchen oder 15 Jahre, sondern von dem Antrag auf Zulassung bis Zulassung, das ist durchaus denkbar in einem Jahr, in anderthalb Jahren. Aber in der Praxis wird es eher dann 2 Jahre dauern, aber viel länger eigentlich nicht. Wir hatten jetzt ja bei den digitalen Gesundheitsanwendungen auch diese ganzen Fast-Track eine Zulassung zumindest ins DIGA-System, die brauchten zwar vorher auch noch eine Zertifizierung, aber das ging teilweise ziemlich fix, das waren zwar keine KI-Anwendungen, aber ja. Also insofern ein bisschen unbefriedigend vielleicht die Antwort, dass es sehr variabel ist, aber es ist zumindest nicht so wie bei einem Medikament, sondern wir reden eher über 1, 2, 3 Jahre und dann hat man das Modell da, aber es ist halt dann auch nicht so sicher wie das, was wir gerne hätten. Also wenn Sie einen Stent oder was anderes haben, dann muss das ganz andere Ansprüche erfüllen, das wird sich auch vermutlich in Zukunft ändern. Insbesondere bei dem Forschungsteil kommt ja auch noch dazu, dass es eben Forschung ist und man nicht von vornherein weiß, was dabei rauskommt. Und wenn das dann eben nicht auf Anhieb funktioniert, dann kann das auch nochmal den Prozess in die Länge ziehen, sozusagen, bis man überhaupt was hat, wofür man eine Zulassung beantragen können möchte, sozusagen. Ja. Und falls ich da noch ergänzen darf, weil ich es gar nicht so explizit gesagt habe, also man muss auch, und das finde ich nicht gut, man muss die Studie nicht veröffentlichen. Es gibt eine ganze Reihe von in Deutschland zugelassenen Machine Learning-Anwendungen, wo man keine Daten zu findet. Also man findet eigentlich zu fast gar keine echte Daten. Man findet Daten, wo dann die gleichen Autoren mitgearbeitet haben, die auch irgendwie CEO der Firma sind und wo man dann sagt, na, das wird vermutlich irgendwie das Produkt sein. Manchmal steht da auch drin, wir haben das Produkt getestet. Aber es gibt auch eine Reihe von Anwendungen, wo es keine veröffentlichten Daten zu gibt. Das muss man bislang nicht und das finde ich nicht gut. Also ich finde, wir müssen da Transparenz schaffen und ähnlich wie bei Medikamenten fordern, dass in die entsprechenden, was auch immer dann der Nachweis ist, es muss ja nicht immer eine lange klinische Studie sein, aber dass man zumindest mal, wie spezifisch, wie sensitiv sind die Algorithmen, dass man das zumindest transparent kommuniziert, fände ich schon wichtig. Eine Frage noch hinten in der letzten Reihe. Hier war auch noch Herr Fötsch, glaube ich, noch. Ja, erstmal vielen Dank an beide Sprecher. Das war wirklich toll, fand ich, und wahrscheinlich der größte Bogen, den ich hier gehört habe, aber ich fand das sehr passend, vom Urknall bis heute. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Kommentar von dem Herrn in Rot zurückkommen. Haben wir einen Standortnachteil hier in Schleswig-Holstein? Und meine Antwort wäre ganz klar, ja. Wir sitzen und wir werben damit, dass wir das größte und digitalisierteste Krankenhaus nicht weltweit, aber in Deutschland haben. Wir nutzen die Daten nicht. Wir können sie nicht nutzen. Wir greifen auf die Daten internationaler Partner zurück, damit wir da arbeiten können. Wir kriegen Daten aus Island, aus Amerika, arbeiten mit den Daten, um voranzukommen. Obwohl wir hier auf dem größten Datenschatz sitzen. Natürlich wollen wir die anonymisiert und pseudonymisiert nutzen, aber wir dürfen es halt nicht oder schwierig. Da arbeiten wir dran, das zu ändern und da haben wir jetzt auch einen tollen Digitalisierungsminister, Herr Schröter, der kommt ja nachher auch noch und wir hoffen, das zu tun, aber da besteht wirklich Handlungsbedarf. Danke. Genau, vielen Dank für die Ergänzung und hier vorne in der Reihe, in der, genau. Ja, vielen Dank für diese tollen Vorträge, mein Name ist Fölsch. Ich habe verstanden aus der künstlichen Intelligenz, dass es eine Akkumulation von Daten sind, aus denen dann Entscheidungen von der Maschine getroffen werden können. Was mir fehlt oder was ich noch nicht verstanden habe, das ist der Einfluss der Hormone. Also Geschlechtshormone, Schilddrüsenhormone, die ja letztlich unseren Entscheidungsprozess mit beeinflussen. Wie geht das mit der künstlichen Intelligenz? Sie meinen, also, wie weit der quasi die Ärztin, der Arzt auch von solchen Aspekten mit beeinflusst wird? Ja. Ja. Also solche Aspekte und auch das, was wir vielleicht so als, das hatte ich irgendwie im Gefühl, das war mein Bauchgefühl, diese Aspekte ist tatsächlich, die Frage wird auch spannend, inwieweit das eigentlich durch KI in irgendeiner Form ersetzt werden kann. Gibt es sowas wie einen ärztlichen siebten Sinn, den die Maschine halt nicht hat und die nur der Mensch hat? Das sind alles ganz interessante Fragen. Man muss trotz allem, also insofern, das wird natürlich nicht
nicht ersetzt. Also wenn überhaupt, wird es teilweise System ersetzt, dass man versucht, so ein bisschen, wenn man so ein bisschen fassender ist, oder Unlogik reinzubringen, um das ganze System aufzumischen. Aber da kennen Sie sich noch besser mit aus, um quasi noch mehr rauszuholen. Aber an sich ist es letztendlich ein schematisches System. Zeig mir alle Fälle oder ich zeig dir alle Fälle mit einer seltenen Erkrankung, zum Beispiel mit Kolonkarzinom, und erkenne in den Daten, was ist das Muster für alle Patienten, die ein Kolonkarzinom im Laufe ihres Lebens entwickelt haben. Und dann gibt man dieser KI einen ganz anderen Datensatz und sagt, hat dieser Patient das gleiche Muster. Das hat also, wenn man so will, mit diesem weichen Faktor erstmal gar nichts zu tun. Aber es gibt Studien, die zeigen, wenn man weiche Daten integriert, aber das sind dann halt eher so Textdaten und so, dass dann die KI besser wird. Also wir gehen davon aus, dass zumindest diese klinischen Informationen, die wir dann so im Text irgendwo in Visitendokumentation aufschreiben, dass die schon ganz wichtig sind, gerade für dieses System, was ich eben dargestellt habe. Und auch in der Bildgebung, können Sie vielleicht nachher noch ergänzen, gibt es Studien, die zeigen, sobald man ein bisschen klinischen Kontext hat zu Bildern, also ein bisschen was dazu schreibt, dass dann plötzlich die Prädiktionsgüte deutlich besser wird. Ich hatte zumindest eine Studie gelesen, die das gezeigt hatte. Ja, aber das, was so den typischen Mensch ausmacht, das hat das System so nicht, sondern es geht tatsächlich, es ist eher ein sehr logisch agierendes Modell. Das kann aber auch ein Vorteil sein, weil Ärzte haben dann natürlich dadurch auch Einschränkungen. Ja, wenn ich da vielleicht kurz ergänzen kann, also rein technisch gesehen haben wir da nichts explizit eingebaut, was irgendwie Gefühle nachbilden soll oder ähnliches. Es gibt ganz vereinzelt Anwendungen, wo man wirklich mit dem Hintergedanken dran geht. Also hatte ich jetzt neulich gehört, dass jemand ein ChatGPT-ähnliches Tool gebaut hat, dem man dann sagen kann, hier hast du ein Persönlichkeitsprofil, verhalte dich jetzt mal bitte so. Aber das ist dann natürlich auch wieder sehr künstlich und das ist nichts, wo man jetzt als Mensch sagen würde, das hat wirklich Gefühle. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass es sehr langfristig eigentlich auch möglich sein müsste, ich sag mal, gehirnähnliche Systeme zu bauen und dann entsprechend auch sowas da drin zu haben. Aber das spielt halt für die Bildverarbeitung jetzt hier zurzeit keine große Rolle. Wir müssen deswegen sehr genau gucken, wo wir es halt auch einsetzen. Also für manche Bereiche ist es gut. Also wenn man sich vorstellt, eine riesen Datenmasse an Gendaten, an Proteindaten, da kommt der Mensch einfach irgendwann nicht mehr hinterher. Und auch das enorme Wissen, was wir inzwischen in der Welt haben, ständig neue Studien, das kann einfach irgendwann, kann man sich Vollzeit damit beschäftigen, kommt nicht mehr hinterher. Also da sind die Stärken, aber der direkte Patientenkontakt, mitschwingen mit den Gefühlen, Stimmungen zu erkennen, auch das wird KI vielleicht irgendwann kennen. Aber das, ich glaube, da wollen wir nicht ersetzt werden. Wir wollen selber dem Patienten mitteilen, wenn es eine schlechte Botschaft gibt und ähnliches. Und das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Und da haben wir auch eine Verantwortung, glaube ich, dafür, dass wir diesen Bereich nicht einfach abgeben. Ja. Der Mensch neigt ja zu Gewohnheiten und einmal gut gewohnt nutzt er das dann auch. Also wenn ich einmal mit dem Auto gefahren bin, habe ein Navigationssystem, weiß ich nicht, ob wir noch Landkarten oder Straßenkarten im Beifahrerfach haben. Sie haben das mit dem Tesla angesprochen. Die Generation kann ja keine Karten mehr lesen, glaube ich. Genau. Wie ist das denn mit dem Handwerkszeug von Medizinerinnen und Medizinern? Kommt man da nicht auch irgendwann in die Gewöhnung, in die Gewohnheit, sich auf gewisse Ergebnisse zu verlassen, die durch KI entstanden sind, und weiß gar nicht mehr technisch vom Handwerkszeug, wie ich Analyse, Diagnose durchführen kann? Also wie können wir sicherstellen, dass angehende Ärztinnen und Ärzte das reine medizinische Handwerkskunst noch können? Das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Das ist vor allem, aktuell befinden wir uns ja in so einer Transitionsphase, denke ich. Also das heißt, gerade ist die KI schon ganz gut, aber noch nicht so richtig gut. Und wenn wir jetzt in dieser Phase anfangen, uns total darauf zu verlassen, das ist sehr gefährlich. Das heißt, gerade müssen wir unbedingt wach bleiben und die Leute müssen weiter geschult werden und so weiter und ausgebildet werden. Es kann durchaus sein, dass wir irgendwann in 5 Jahren, 10 Jahren, vielleicht auch in 20 Jahren Systeme haben, die so gut sind, dass wir ihnen blind vertrauen können. Aber jetzt können wir es nicht. Und trotzdem besteht genau diese Gefahr, die Sie beschreiben. Es ist immer trotzdem wichtig, dass man sich klar macht, wie ist es denn sonst jetzt so? Wie ist denn der Status quo? Und natürlich haben wir auch jetzt Situationen in Krankenhäusern, wo Ärztinnen und Ärzte überarbeitet sind, wo wir zu wenig Pflegekräfte haben und zu wenig Ärzte haben und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass alles total ganz toll ist und jetzt kommt die KI und jetzt wird alles gefährlich, sondern wir haben durchaus ja auch hier und da Missstände, wo es dann vielleicht ein bisschen besser werden kann durch solche Techniken. Trotzdem ist es wichtig und es wird sehr dazu verleiten, dass man sich dann gehen lässt und sagt, ach, mach mal, und dann nur noch das Häufige über die KI erkannt wird und das Seltene fehlt dann das Wissen für. Auf der einen Seite sind zumindest technisch gesehen auch Systeme denkbar, die dann gerade das Seltene erkennen. Aber es ist, also ich glaube schon, dass da auch Teile der Medizin sind, die
die uns wichtig sind, wo wir sehr gut darauf aufpassen müssen, dass die uns nicht verloren gehen. Und wie wir das genau lösen, wissen wir nicht genau. Also dieses Lenkrad, in dem man immer wieder rütteln muss, irgendwas in der Art, haben wir schon viel darüber nachgedacht, wie wir sowas auch einbauen. Ein Weg, wie man das zumindest versucht zu unterstützen, ist, dass KI-Systeme, wo es denn geht, es geht nicht bei allen Systemen, aber immer Erklärungen liefern sollen. Also man fordert heutzutage eigentlich ein, dass KI-Systeme Explanations, also Erklärungen zu dem, was sie empfehlen, abliefern, damit die Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit haben, dann auch darüber zu reflektieren. Sagen, ah, das sind hier die Beweggründe, warum die KI sich dafür entschieden hat. Das ist aber ganz so einfach, das hört sich immer leicht an, aber ganz so einfach ist das doch nicht, weil das dann doch teilweise auch Allgemeinplätze sind. Und ja, da ist noch einiges zu tun. Deswegen ist die quasi das Ganze drumherum auch so spannend, nicht nur der eigentliche Algorithmus, der an sich schon eine unglaubliche Herausforderung ist in die Datenbank und diese Dinge, sondern auch, wie kriegen wir das denn jetzt wirklich in die Medizin rein? Wie kriegen wir es in die Prozesse rein, sodass es wirklich hilft und nicht dazu führt, dass die Medizin schlechter wird, sondern sie besser wird? Und das ist einiges zu tun. Aber das ist halt auch das Tolle und Spannende an der Wissenschaft. Und wir können uns da nicht vor verstecken. Wir müssen mitmachen und es selber machen, damit wir es auch positiv gestalten können, denke ich. Ich würde gerne meine letzte Fragerunde beginnen. Das heißt, Sie haben noch die letzte Möglichkeit, Ihre Fragen oder Anregungen, Ergänzungen loszuwerden. Herr Yilmaz, Sie haben ja vorhin im Vorgespräch gesagt, Sie sind ungefähr so bei der Hälfte Ihrer Forschung, des Projektes. Man weiß ja nie, was passiert. Was wollen Sie denn in 5 oder 10 Jahren erreichen? Welche Ergebnisse, welche Ziele haben Sie sich noch vorgenommen in dem Bereich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das zum einen natürlich jetzt konkret auf meine Forschung hier bezogen, will ich natürlich auch, dass das möglichst im Krankenhaus ankommt, dass es das möglichst dann auch Leute nutzen können und auch sagen, das ist nützlich, das hilft mir, dass beispielsweise dann langfristig gesehen Radiologen sagen, ja, ich verwende dieses Schlaganfallwerkzeug und es spart mir Zeit zum Beispiel. Das ist mir tatsächlich ein sehr großes Anliegen, dass wir nicht nur für uns hinforschen sozusagen und Systeme bauen. Und viel, viel weiter in die Zukunft geplant, also sozusagen auch in Bezug auf meine eigene Karriere. Da stellen sich natürlich haufenweise Möglichkeiten, das wurde vorhin schon angesprochen, dass es sehr, sehr viele gut bezahlte Jobs in der Industrie gibt. Ich habe selbst jetzt gerade mit zwei Mitstudenten, hatten wir vor kurzem eine Firma gegründet, wo es relativ wenig um KI geht im Bereich der Tourenplanung, also völlig anderes Thema. Und auch da könnte ich mir überlegen, das mache ich mehr so als Freizeitprojekt hinterher, da mehr Zeit reinzustecken. Also das, ich glaube, man hat schon sehr viele Möglichkeiten heutzutage in dieser digitalen Welt. Ja. Herr Wehkamp, wir sind alle sehr KI-offen oder freundlich, wir sind aber auch reflektiert. Wir können das, denke ich, hier alle in dem Raum gut einschätzen. Was machen Sie denn ganz konkret, um das Thema auch in der Ausbildung, im Studium zu sensibilisieren und auch vielleicht den KI-Gegnern, die ein hohes Risiko oder eine hohe Gefahr für die Menschheit oder für die Medizin sehen. Wie kann man da ganz konkret agieren und denen das Thema zumindest eröffnen und sich dafür bereit zu erklären, zumindest Ansätze nachzugehen? Ja, also erstmal ist es natürlich wichtig, dass man überhaupt informiert und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Gesellschaft ein Verständnis dafür haben, was überhaupt KI ist, damit es nicht eine abstrakte Ablehnung ist für etwas, was unbekannt ist, sondern dass wir besser verstehen, wo eigentlich auch die Probleme sind. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Machine Learning-Zyklus gezeigt habe. Ich glaube, das muss jetzt nicht jeder Bürger den Machine Learning-Zyklus verstehen, aber es ist schon gut, wenn ein Großteil der Menschen in Zukunft versteht, was Machine Learning bedeutet, und dafür machen wir nochmal diesen Zyklus. Insofern muss es in die Schulen rein. Wir haben es im Studium zunehmend integriert, unterrichtet es auch selber teilweise, aber es gibt auch die Medizininformatik zum Beispiel, die uns dazu ja einiges macht. Ich finde auch solchen Austausch wie diesen hier sehr wichtig. Und die Mediziner müssen es wirklich unbedingt verstehen. Also als Mediziner von morgen muss ich verstehen, welche Phasen der Machine Learning-Zyklus hat oder ähnliche Konstrukte, wo der Bias auftreten kann. Und wenn ich eine Anwendung habe, muss ich verstehen, inwieweit sie diese Risiken quasi vorbeugt. Und da ist noch ein bisschen was zu tun, aber es geht gerade ziemlich schnell, dass dieses Wissen kommt. Und die neuen Generationen lernen es ja auch noch schon von E-Mail im Studium. Und auch hier sind wieder viele Leute, die dabei sind und sich anscheinend ja für dieses Thema interessieren. Und ja, ich glaube, man muss keine Angst davor haben, aber es muss halt mitgestaltet werden. So, und da ist es wichtig, dass wir es nicht denen überlassen, die nur irgendwelche kommerziellen Interessen haben, sondern dass quasi auch Ethikwerte, gute Medizin, evidenzbasiert hat, Wissenschaft eine Rolle spielen, und dafür muss auch der entsprechende politische Rahmen wiederum gesteckt werden.
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auf diese Antwort auch so ein bisschen abgeschielt. Also super, vielen Dank für die Vorlage. Wir sind natürlich als Hermann-Ehlers-Stiftung eine politische Stiftung, die das Thema auch jetzt erstmalig auch greift und auch natürlich angewiesen auf Ihre Vorschläge, Initiativen, Ideen aus der Wissenschaft, aus der Forschung, aus dem operativen Geschäft, das Thema KI und wie es unsere Gesellschaft verändert in der Medizin, in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, in der Schule angewiesen. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir thematisieren das sehr gerne. Das ist auch unser Auftrag zur Meinungs- und zur Urteilsbildung. Wir wollen das ganze Meinungsspektrum anbieten. Von daher danke ich Ihnen ganz herzlich auch nochmal für Ihre Zeit und für Ihre Zeit, Herr Yilmaz, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind und das komplexe Thema etwas aufgebrochen haben, etwas skizziert haben. Und ich denke, wir könnten uns einen guten Eindruck darüber verschaffen, was Medizin und KI bedeutet, wo die Gefahren, aber auch wo die Chancen und die Möglichkeiten liegen. Von daher ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Wegkamp, Herr Yilmaz, an Sie für Ihre Zeit, für das Zuhören, für das Mitdenken. Und ich hoffe, Sie wissen selber, was der Unterschied zwischen einem Hund und einer Katze ist. Ansonsten warten Sie noch mal ein paar Jahre. Die Antwort kommt bestimmt. Ganz herzlichen Dank. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und machen Sie es gut.